Hat so. Er geschafft. Puh. Ja. Ich mach mir noch schnell die Frisur. Ich mach mir die Haare für dich nach hinten. You know what I mean? Ja. So, Achso, ich. Genau, wollte ich nämlich auch gerade sagen. Das kippt wir haben tatsächlich uns, sehr leicht. Ja. Oh. Soll man den Finger hier so hinter? So ein bisschen ja, dieses Blutdruckmessgerät ja. Für die Wii, was mal kommen sollte, glaube ich. Sowas habe ich auch mal gehabt. Also durfte ich wirklich mal tragen, sowas, wo mein Finger dann die ganze Zeit drin war. Nee. Jedenfalls, wir haben uns ein... Ja. Jetzt zeigt die Rückseite, glaube ich, zu uns. Genau, das ist die Vorderseite, muss zu uns zeigen. Ist richtig schlimm. Aber trotzdem, wir haben hier ein hochprofessionelles Setup aufgebaut. Nur damit wir hier eins der besten Spiele aller Zeiten spielen können. Leider war das kaputt. Deswegen spielen wir jetzt Super Mario 64. So ist es. Ja, und aber nahe. Genau, also ist wirklich ein Meilenstein der Spielgeschichte. Kann man wirklich mal dazu sagen. Kann man dazu sagen. Andere Spiele, die weit besser waren, sind in der Versenkung verschwunden, richtig, in Vergessenheit geraten. Richtig, aber dieses hier nicht. Das kennt man noch. Genau, und dann machen wir mal ein neues Spiel. Ich darf nicht mal speichern. Wer kennt heutzutage noch Ocarina of Time oder Ja, richtig. Oder Yoshi's ja, Island. 64. Ja. Gab es tatsächlich mal, man meint es nicht. Ja, habe ich auch mal gehört. Also... Schrank vorhanden. Ich habe sogar gehört, von dieser Mario Kart-Reihe soll es ein paar mehr Spiele gegeben haben. Hast du noch Nachfolge? Echt? Es muss ja auch 63 Spiele davor gegeben haben. Das sind jetzt wahrscheinlich bei Mario Kart 68 mittlerweile oder so. So, jedenfalls, ich spiele wohl anscheinend ohne Rumble, das Superman. Ist okay. Und guck mal, die hat eine Spiegelung! Tatsächlich. Die hatten schon Raytracing auf dem N64. Mhm. Was war eigentlich die Story von dem Spiel? Shit. Okay, Löse meine Rätsel. Deine Freunde finden. Wow. Also, soweit ich weiß, sind wir in einer virtuellen Realität. Ja. In die unsere Freunde entführt wurden und müssen da jetzt durch Ringe fliegen, weil das in der Realität so ist. Ist tatsächlich, also ich habe letztens erst eine Bachelorarbeit über Virtual Reality geschrieben und ich muss sagen, es ist genau das. Ah, nein! Das trifft's gut. Nee, hat's nicht gut getroffen. Du kannst, meine ich, ein paar auch auslassen zum Ich Grundsatz. Will aber nicht. Ich muss das perfekt schaffen. Es ist... Die Steuerung sieht nicht nur so wackelig aus, sie ist es auch. Ich lasse den jetzt wirklich aus. Und da hat es gemacht. Und es hat gemacht. Wir spielen im Übrigen nicht auf leicht und auch nicht auf Superman. Genau. Sondern auf Mega Man. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Wow. Es ist wirklich schwierig, hier zu fliegen mit der Stick-Steuerung. Also in Super Mario 64 fand ich das einfacher und da war die Physik dennoch komplizierter, komplexer. Nicht ganz intuitiv. Ja. Aber man gewöhnt sich da dran, tatsächlich. Also es ist crappy und man kriegt auch den Dreh raus mit der Zeit. Ja. Oh. Es wird jetzt nur zeitlich etwas knapp und wahrscheinlich auch nicht mehr. Boah. Boah, wie viele Ringe kommen denn da noch? Ein paar. Hilfe! War ich so schlecht beim letzten Mal, oder? Ich glaube, du bist eigentlich am Anfang auch nicht besser gewesen, aber dann reingekommen. Dann komme ich jetzt auch mal rein. Weil ehrlicherweise viel schwerer als so will es auch nicht werden. Es werden nur mehr Ringe und manche bewegen sich, aber ansonsten, wenn du die Steuerung nicht erledigt hast, dann wird es eigentlich. Richtig. Also ich sag euch, wenn ihr irgendwann mal die Gelegenheit habt, an ein N64 zu kommen und an dieses Spiel, lasst es! Es ist nicht zu empfehlen und das ist auch der Reiz an diesem Spiel. Für viele. Tatsächlich das Spiel mal relativ weit gespielt und dann im letzten, ich glaube es war der letzte Level, mehrfach rausgeglitscht und wieder von vorne starten müssen. Irgendwann hatte ich keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ich habe das Spiel auch mal
gestartet und sehr weit gespielt gehabt, außer du würdest jetzt sagen, das war nicht sehr weit. Ich weiß es nicht mehr. Ja, wir haben das nämlich schon mal aufgenommen und dann ist uns die Aufnahme abgekackt, weil der Laptop damals keinen Strom mehr hatte. Irgendwie vergessen, an den Strom zu hängen und vielleicht war das auch eine geplante Selbstsabotage, so nach dem Motto, ich möchte nicht, dass Leute sehen, wie ich dieses Spiel spiele. Ja, aber solche Sachen werden nicht einfach liegen gelassen. Die Zeit. Ja, ich versuch's ja. Warum ist das so wenig Zeit? Und ja. So, und was muss ich jetzt? Autos fliegen lassen. Oh Gott, in 4 Sekunden. Wie geht denn das? Und werfen. Und dann zum nächsten Auto. Wo ist das? Rechts, 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 rechts. Nein, anderes rechts. Hier. Ist es das da? Nee, das ist der hier rechts. Da ist es. Schnell, schnell, schnell. Oh! Na! Hat gezählt. Yes! Glück gehabt. Ja, first try. huch. Ich würde gerne... Wie kann ich denn... Der Z-Taste springe ich da hoch. Jetzt habe ich schon mal gleich ein paar Sekunden dafür verballert. Es ist auch interessant, wie wenig Tutorial man hier bekommt. Man wird einfach reingeschmissen. Ja, früher war das nicht so mit Tutorials. Du bist im schönen Ende. Du hattest eine Anleitung, ein Büchlein mit schönen Grafiken und... Ja, und gegebenenfalls auch Text. Ja. Ja. Das vermisse ich tatsächlich. Früher gab es wirklich schöne Anleitungen. Das gibt es heutzutage nicht. Du hast entweder Tutorials in-game, die aber total schlecht oder auch manchmal gut sind, manchmal auch überzogen. Manchmal einfach so... Ja, genau. Einfach viel zu lang. Da wird dir jeder Mist erklärt, ja, den du in 20 anderen Spielen auch schon gehabt hast. Und ich bin wirklich ein Fan von diesen Spielen, die, sag ich mal, Tutorials auch skippen lassen. Ich skippe die zwar beim ersten Mal nicht, einfach um zu sehen, ob... Nein! Was machst du? Ich hab versehentlich Z gedrückt. Am besten geradeaus weiter, sonst geht's... Ja. Oh, sehr gut. Sonst einfach wird die weiter. Zeit knapp, ja. Ja, das... Und oh, nochmal. Wow. Ich glaube, jetzt darfst du keinen mehr. Jetzt darf ich keinen mehr. 3 ist Ende, genau. So habe ich das auch noch in Erinnerung. Ja. Wirklich schönes Spiel. Wenn man es einfach nur im Regal liegen lässt. Grafisch hochwertig. Also die Packung. Nein! Oh! 3G? Ja, die Verpackung, ja. Links, links, links. Ja, oh! Die Zeit wird eh knapp. Ja, ich glaube, das wird nichts mehr. Also, ist auch knapp bemessen, würde ich mal so sagen. Interessanterweise später, je länger diese Sequenzen werden, desto mehr Zeit hast du sinnvollerweise auch. Aber du kommst viel besser raus. No time to waste. Wusch. Ja, das Problem sind vielleicht irgendwann gar nicht mehr die Ringlevel, sondern die Sachen, die dazwischen kommen. Die sind das eigentliche Problem, das stimmt. Die Ringlevel sind halt einfach langweilig und scheiße. Ja. Die Glitches in den normalen Leveln, wo dann Endgegner einfach durch den Boden fallen und wieder auftauchen und du kommst nicht mehr weg, weil du ja... Weil, ja eben, das ist mir ja tatsächlich beim letzten Mal passiert. Ich hoffe, es kommt nicht vor. Ich hoffe, ich komme durch dieses Level diesmal sogar durch. Ich glaube, da das sind wir mehrfach ja, gemacht, ja. Ja, da sind wir, glaube ich, am Ende auch stecken geblieben drin. Und dann war der Strom weg. Sag mal, hätten wir vielleicht doch mit Controller Pack spielen sollen. Ich weiß nicht, wie man ein Level neu startet, wenn man wo steckt. Nicht, dass du ins Menü raus musst. Und nee, das glaube ich nicht. Wir werden es ja in Kürze rausfinden. Richtig. Fangen wir halt nochmal an. Also. Ja. Dann alles nochmal von vorn. Nur für die Fans, nur für die Leute, die das sehen wollen. Bitte meldet euch, wenn ihr euch gerade angesprochen gefühlt habt. Ich muss ja ehrlicherweise sagen, man hat viele, viele Jahre keinen Playthrough von diesem Spiel gefunden. So von Anfang bis Ende. Weder als Let's Play noch als Longplay. Auch nicht als Speedrun? Bestimmt gab es da was. Vielleicht, das weiß ich nicht. Aber Speedruns nutzen ja auch Glitches aus und das ist nicht das gleiche, wie das regulär durchzuspielen. Ja. Und erst vor ein paar Jahren habe ich dann das erste Longplay von dem Spiel gefunden. Oh, überhaupt. Ja, jetzt mache ich das nächste. Und sehr long wird das wahrscheinlich. Es gibt einen PS1 Prototypen von diesem Spiel, der ein bisschen näher an dem ist, wie das Spiel eigentlich sein sollte. Ja. Immer noch crappy. Ja. Aber
ohne Ringe und besser. Anführungsstrich. Es wird wieder knapp. Wie viel Zeit darf ich mir denn hier noch lassen? Hier. Oh! Yes! Ja! Aber hochheben. Ja, das Auto und bis zum Ende fliegen. Achso! Ups! Then there's no time to waste. Nein! Echt? Oh nein! Oh, wie grässlich! Ich hab den Prototypen leider nirgendwo zum Laufen gebracht. Aha. In keinem Simulator oder sonst nicht. Ich weiß nicht, woran es lag. Eines Tages schaffe ich das. Den will ich mal versuchen. Ich muss schon sagen, also das ist ja richtig fies von Lex Luthor, dass er Superman dazu zwingt, durch Ringe zu fliegen. Und das ganze Rätsel nennt. Das ist auch rätselhaft, wenn man auf so eine Idee kommt. Vielleicht läuft es gerade schon etwas besser als beim... Ich glaube ja, es sieht deutlich schneller aus. Ja, ja, wenn man natürlich schon durch Trial and Error weiß, wo man lang muss, dann geht das. Ja, dazu, ja. Interessanterweise sind wir bis jetzt nur noch stecken geblieben. Ja. Kann auch passieren. Ist wahrscheinlich so eine Frage des Skills dann auch. Also, dass man auch an Sachen ranfliegt, die... Wow, da habe ich wieder einen weggelassen. Oder Sachen halt großzügig ausspart, weil man sonst stecken kann. Ja. Wow. Es ist ja, wie gesagt, nicht das erste Mal. Ich habe ja eigentlich schon Übungen gefunden. Ist trotzdem merkwürdig, dass ich so eine Zeitprobleme habe hier in den Levels. Weißt du, was mir gerade auffällt oder einfällt? Wir haben keine Testaufnahme gemacht. Wir haben keine Testaufnahme gemacht, aber es müsste eigentlich... Also es könnte sein, dass die Hintergrundgeräusche ein bisschen laut sind. Eventuell. Ich würde sie einfach mal sicherheitshalber ein bisschen leiser machen. Tor, okay. Ich sehe kein Tor. Ich sehe nichts. Ja, der hat einen Hammer. Ein Hammer? Das sieht nicht aus wie, das sieht aus wie ein anderes Auto. Oh, ich darf weiter ein Rätsel lösen. Das war ein Scherz mit dem Wort Tor. Ach so. Nein! Was ist das? What? Was ist passiert? No controller pack? Game cannot be saved? Ja, ist ja okay. Continue without saving. Was? Was ist jetzt passiert? Dasselbe wie vorhin? Ah. Das Spiel startet wieder einfach neu. Wieso macht es das? Oh, das ist genial. Ich finde, technische Schwierigkeiten sind immer so eine Sache, die gehören einfach dazu. Tut sich was? Sollen wir vielleicht dann doch mit Speichern spielen? Besser. Hast du noch ein Controller-Pack für mich? Ich hol's mal. Ja, das wäre super. Es hat sich übrigens noch nichts getan. Es, es startet sich immer noch neu. Das Controller-Pack? Yay! So, hier heute mal eine Vorführung, wie man ein Controller-Pack benutzt. Dies ist dasjenige welche. Und. Warte, Moment. So. Und. Das ist falsch rum. So. Oder liegt das an Strom? Und gar nicht an den Kontakt. Magic. Was meinst du? Könnte vielleicht auch, dass er einen Wackelkontakt kriegt. Also, dass das da hinten vielleicht mal. Am besten alle Verbindungen einmal durchrütteln. Aus und wieder anschalten. Ach nee, das hat's ja aus schon von selbst gemacht. Aus ist. Ja. Tut's was? Es steht da licensed bei Nintendo. Also ja. Er ist schon beim Title Screen. Okay. nicht beim Title Screen, jetzt ist er erst dort. Okay. Titus. Kennst du diesen Comic? Bei dem jemand so dasteht und sagt Tetten. Nee. Oh, der ist schön. Der ist, glaube ich, auf Holländisch? Irgend sowas. Hat sich irgendwann mal als Meme irgendwo etabliert. So, haben wir hier schon einen Spielstand, den ich benutzen kann? Was? Controller-Pack einschieben? Achso, ist bestimmt. Das sagt also wahrscheinlich immer. Ist das nicht das, was du gerade... Ach, aber ich kann ja einen anderen... Ja, du kannst einen anderen nutzen, genau. Ja, neues Spiel.
Wollen Sie ein Rumble Pack benutzen? Nein, natürlich nicht. In short time, your fate will be sealed, Superman. Also, muss man gucken. Oh nein! Nicht schon wieder! Woran liegt das denn? Ich habe keine Ahnung, was es ist. Aber ich glaube nicht, dass es mein Setup hier hinten dran ist, oder? Ist auf jeden Fall sehr merkwürdig. Ansonsten, ich kann es noch auf dem Emulator versuchen. Es ist definitiv interessant. Ich versuche mal einen anderen Strom. Also ansonsten bei alten Konsolen in alles reinpusten, wo geht. Hab ich eigentlich schon wieder in den Kontakt gewonnen. Ja. Also die Cartridge sieht jetzt nicht so aus, als ob es an ihr liegen könnte. Oh doch, die Cartridge sieht wirklich so aus, als ob es auch an ihr liegen könnte. Das war ich nicht. Das habe ich so gekauft, gebraucht. Ey, super, Hombre. Ich kriege zumindest wieder licensed bei Nintendo und wir hoffen einfach mal. Ich versuche mal was. Ja. Sag mal, ob es sich was tut. Ja. Es tut sich gerade nichts. Läuft ganz normal. Läuft ganz normal weiter. Das ist damit zu tun, weil es ein bisschen wackelig hier drin sitzt. Ah, okay. Vielleicht jetzt da, aber. Schauen wir mal. Kommt jetzt der. Also, gerade war da das Titus-Logo und jetzt ist da nur noch schwarzer Bildschirm. Dann liegt es auch daran vielleicht. Ah, eventuell. Aber gerade als du es bewegt hast, war da halt noch nix. So. Das haben wir wieder. Ansonsten müssen wir ein anderes Spiel nehmen. Paper Mario. Das können wir aber auch auf der Switch spielen. Das ist, glaube ich, einfacher als. Das stimmt. So. Wir kriegen das noch hin. Aber es wäre lustig, wenn es jedes Mal irgendwas scheitert, was mit Technik zu tun hat. Dann komme ich halt irgendwann nochmal wieder und dann scheitert es an noch was anderem. Soll ich dir von meinem Spiele-Ladenkumpel vielleicht da mal... Wenn in short time your fate will be sealed, Superman. Also bei ihm kriegst du eins für 35. Wirklich? Ich glaube, ja. Das wird sich fast lohnen. Ganz hart. Ja. Also ich weiß, möglicherweise auch schon 50 Euro oder so. Also ich weiß, ich habe letztes Jahr. Ja, kann sein, dass wir schon bei 40 bei ihm sind. Ich hab bei ihm, wie nennt man das? Großkundenrabatt. Nein! Ich stecke fest! Oh nein! Ich glaube, das wird schon nichts mehr. Nein, das wird nichts. Gib dich nicht auf. Gib dich gleich auf bei der Post. So, jetzt. Und zwar ganz schnell. Durch alle Ringe. Ganz schnell. Nicht, weil dann sowas passiert. Aber wir sind noch da. Ja. Oh oh. Ist das schon. Netter, handzahmer. Das ist natürlich trotzdem, die wollen, dass es schnell geht. Irgendwie. Achso. Ja. Oh ja, richtig. Wir möchten ja versuchen, die größtmögliche Soundqualität zu bieten. Das heißt, normalerweise müssten wir das Mikrofon essen. Ich glaube, ich esse mal gleich auf. Jetzt? Nee. Nochmal? Ist das jetzt okay? Ich hab keine Ahnung. Cool! Sieht so aus. Ja. Ja, nice. Müsste reichen. Da bin ich doch mal sehr komisch überrascht. Vor allem, es ist ja nicht explodiert oder so. Müsste es nicht explodieren? Vorhin sind die explodiert, ja. Ja.
Ja, das Spiel hat sich geändert, seitdem wir es das letzte Mal eingesteckt haben. Hat ein Update erhalten. Neues ja, Feature, die Internet, Explosion entfernt. Die Internetverbindung war schuld. Das war das Problem, ja. Ja, deswegen. Es konnte nicht verifiziert werden, dass wir das Spiel wirklich haben. Wir haben Explosionen jetzt weggepatcht. Genau. Ja, hätten wir mal getestet, ob die WLAN-Verbindung vom N64 zum Router richtig funktioniert. Gab's da nicht irgendein Add-on beim Disk Drive vielleicht auch, dass da ein LAN-Stecker mit dran war an dem Ganzen? Die Sachen beim GameCube weiß ich's ja. Mhm. Beim N64? Bin ich unsicher. Im Zweifel dann aber auch ja mal in Japan bei 64 die Idee. Ja. Ich könnte mir vorstellen, ja, dass man sich zum Beispiel bei FCOX irgendwelche Streckenlayouts runterladen kann, aber in andere Richtung. Oh, ja, ich hoffe, das passt zeitlich noch. Ach, hier, wo das so eng war. Ja, ja, gut, dann kriege ich den wenigstens mal, den Ring. Aber den nicht? Wow. Das war nicht geplant. Das war anders gewollt. Ist das spannend? Oh ja, es geht. Gleich ist mit gut. Ja. Und jetzt das Polizeiauto. Setze das Polizeiauto an das Ende dieser Straße. Was jetzt? Boah. Oh. Und? Ach man. There's no time to waste. Nein! Es ist, ja, there's no time to waste. Dann setz mich doch woanders wieder hin. Gleich mal den ersten Ring verhauen. Den zweiten Ring. Als ersten, der vermasselt wurde. Oh. Super 964 Ring Fit Adventure. Auch wenn es das in VR gäbe, würde ich das ja vielleicht mit einer besseren Steuerung sogar tolerieren. Das ist ja Virtual Reality. Ah, ja. Dann in First-Person-Ansicht und dann ja. Oh, das könnte cool sein. Das wäre, glaube ich, richtig. Siehst du nur also, die Hände so? Ja. Also wenn du die Hände so machst, dass du dann losfliegst in die Richtung, in die du schaust. Ja. Das könnte ich mir vorstellen. Okay, oh krass. Also würde, bei würde der großen Zuhörerschaft oder Zuschauerschaft, die du ja hast, ja. Da ist doch bestimmt einer dabei, der sowas mal bitte programmieren kann. Ich? Ich könnte das. Stimmt. Mach mal. Ja, wenn ich irgendwann mal wieder Freizeit dafür habe, wer weiß, wer weiß. Kommt halt darauf an, wie gut es demnächst läuft. Studium ist rum. Echt? Das wusste ich noch gar nicht. Ja, habe ich auch nicht erzählt irgendwie. Nö. Ja. Im Übrigen, wollen wir Pommes essen heute Abend? Ja, ja, und Burger? Oh. Machen wir dann heute auch dazu eine Aufnahme? Exi Tom Nom kocht? Können wir machen. Ich habe auch irgendwo noch Aufnahmen von unserem einen, ich weiß nicht, ob es das zweite oder dritte Mal war, wo ich hier war, wo wir Chili con Carne gemacht haben und der Löffel da oder... Du musst da höher fliegen, sonst treffen dich die okay. Raketen. Okay, dann mache ich das. Then there's no time to waste. Da ist irgendwie ein Löffel oder eine Gabel reingefallen. Stimmt, und ja. Ich glaube, es war ein Löffel und eine Gabel haben wir benutzt, um es wieder rauszuholen. Das hat ein bisschen, sah ein bisschen sehr unbeholfen aus, hat aber am Ende funktioniert sogar. Oder die eine Cutscene von Crank, Clank? Nee, wie hieß denn das Spiel? Neck. Come. There's something I want to show you. Come. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde das bei Weitem nicht so lustig wie du. Ich finde nur lustig, dass du das so lustig findest. Ich finde das halt lustig, weil das Wort ja mehrere Bedeutungen haben kann. Ein gängiges englisches Wort. Da müsste ja alles, wo come drin vorkommt. Ja, ist ja auch. Come with me if you want to live. Ja, siehst du, das finde ich auch lustig. Ja, man muss nur genug Fantasie haben, so wie Emmy damals. Das sind die kleinen Dinge im Leben, die Spaß machen. Gut, manchmal sind es auch eher die größeren, aber... Ja. So wie Ratchet bei Emmy damals. Ratchet and Clank Size Matters. Kennst du bestimmt auch. Jetzt hab ich den wieder
umschifft den Ring, umflogen, umflugzeugt. Da bin ich etwas aus dem Gleichgewicht gerutscht, geraten. Ja, das ist alles noch im Rahmen zeitlich. Ja, gut. Ja. Machbar. Ja, dann hoffentlich. Diesmal höher fliegen mit dem Auto. Ja. Ja. Ist auch wieder so ein Fall von beim ersten Mal hat es unproblematisch gut funktioniert. Ja. Und ab dem zweiten Mal klappt es nicht mehr. Aber schau mal, das Spiel funktioniert. Ja, bis jetzt lang. Nein! Los! Boah! Haha! Ja! Ja! Komm schon! Tor! Tor! Okay, wir sind im nächsten. Das war der Hammer. Wo war denn da ein Hammer? Ich sehe keinen. Oh. Ich zeig dir gleich den Hammer. So geht der Hammer und der Hammer, der geht so. Kenn ich nicht. Ist irgend so ein komisches Sauflied. Partylied. Mallorca. Und so weiter. Da war ich schon zweimal. Echt? Mhm. Beide ich Male noch. War ich noch unter 5, glaube ich. Und seitdem nicht mehr. Unter 5 Promille? Nein, oh. Wo denkst du hin? Und das war's dann damit auch schon. Und was muss ich jetzt? Die vier Kinder. Wie mach ich das? Geht mal Z, glaube ich, dann landest du. Ja. Ich will ja. So. Du hast aber nur noch ein paar Sekunden. Okay, 20, ja. Boah, war das das? Ja. Ja. Boah, gleich zwei gleich. Einmal. Sehr gut. Boah. Und die löse nächste. Mein Rätsel. Juhu. Oh, was könnte da die Antwort sein? Ring, 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 ring. Banana. Oh. Boah. Ich bin mal gespannt, wann ich es bis zu dem Level schaffe, an dem ich ja hängen geblieben bin das letzte Mal. Also ich weiß, da vorher kam ja auch noch dieser Eisatem-Tornado, wo ich glaube ich auch eher Glück hatte. Das ist glaube ich alles noch der erste Level, der Eisatem. Und ich glaube, wir waren schlicht im ersten Indoor-Level und da ist es schon gescheitert, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, wir waren nicht sehr viel weiter. Richtig, wie viele Indoor-Level gab's? Also mindestens 9. Was?! Ich meine... Ich bin tatsächlich in meinem eigenen Speicherstand zumindest, haben wir ja gesehen vorhin, im 9. Ja. Und hatte keinen Bock mehr, weil es mich so oft rausgeglitscht hat, dann habe ich es aufgegeben. Oh nein. Von daher... Also hier kommt, glaube ich, bald der Eisatemwind. Ich kann ja mal gucken, how long to beat Superman 60. Eigentlich, es heißt ja nicht mehr Superman 64, es heißt ja nur Superman. Ja. Aber, ja. Okay, stell das mal hier kurz ab. Im Durchschnitt auch mal dann. Ja. Super Puste, jetzt kommt das. Aber im Gegensatz zu vielen anderen Spielen basierend auf 7 Eingaben. Was ist Super Puste gewesen? Welche du musst erst dieses Symbol einsammeln, was da vorne liegt. Okay. Habe ich das jetzt? Nein. Okay. Uah! Ich glaube nicht. Da müsste nämlich sonst so eine Puste leisten. Da. Ah, okay. Oh. Habe ich gar keine Zeitbegrenzung? Doch. Keine, die hier angezeigt wird, aber du hast eine. Gemein. Glaube ich. So, jetzt habe ich das Ding. Und dann ist es irgendein C-Button gewesen. Ich weiß aber leider nicht mehr welcher. Muss ich ausprobieren. C links, C rechts, C links. Ah, okay. So. Ja. Ist er weg? Nein. Jetzt. Okay. Das war zu langsam. Wow. Nochmal die there's no time to waste. Oh Gott, was? Gibt's, würde das auch passieren, wenn ich auf leicht spiele? Nicht, dass ich das vorhätte. Ich weiß es nicht. Ich glaube, du würdest auch wieder in dem Ring-Level starten. Aber da du ja keine Ringe hast, musst du einfach dem Radar zum finalen Ring folgen. Ja. Und manchmal ist es ja so, dass das Ziel sehr nah am Start auch ist und du nur halt einmal im Kreis geschickt wirst. Interessanterweise, ich habe mal im Leichtmodus, du hast trotzdem einen Timer, lustigerweise. Ja. Ich habe mal im Leichtmodus einfach, weil du ja da machen kannst, was du willst, die Stadt erkundet. Das ist eine gigantische Open-World-Stadt tatsächlich. Und ja, wäre cool, wenn das ein richtiges Open-World-Spiel wäre. Das hätte cool sein können. Du kannst nämlich, also die Gebäude sind auch, also das ist immer die gleiche Stadt, in der du da fliegst. Ja. Nehme ich an.
Die Gebäude wiederholen sich, also es gibt auch so ein paar erkennbare Gebäude, wo dann später mal Level auch drin sind. Das hätte von der Konzeption her gar nicht so beschissen werden können. aber gewisse Entwicklerstudios schaffen das einfach. Das ist richtig. Im Übrigen, falls du Bock hast, ich hätte auch noch andere Superman-Spiele da, die man dann im Anschluss noch... Die aber gut sind? Nein. Oh, es gibt, glaube ich, kaum ein gutes Superman-Spiel. Oder wahrscheinlich kein gutes Superman-Spiel. Ich hätte noch Superman Shadow of Apocalypse auf PS2. Ich glaube auf PS2. Super Puste. Und dann Blasen. Ich muss, glaube ich, erst stehen bleiben. Ja. Und oben drücken. Oben ist es, okay. Gut. Das habe ich nicht wegbekommen. Gut, dann... Musst du näher ran, glaube ich. Ja. Das ist so ein hakeliger Scheiß, ey. Ja. Oh, und guck, wie das... Und dann noch einer. Der war hier links. Da. Schaffe ich den noch? Schnell. Ach, weil da unten so ein Skateboarder fährt und der darf, glaube ich, nicht erwischt werden von dem Tornado. Okay. Ich glaube, damit hängt es zusammen. Okay. Könnte es zu weit weg sein? Ne? Ja. Fuck. Oh nein. Oh. Okay, aber jetzt weiß ich Bescheid. Aber wenigstens jetzt wieder einen spaßigen Teil mit den Ringen. Ja, der spaßige Teil. Das Beste am Spiel. Die Ringe sind immer noch das Beste am Spiel. Da kann man nicht so viel falsch machen. Woran liegt es eigentlich, dass man so eine Freude an so einer Scheiße hat? Ich kann das selber nicht ganz nachvollziehen. Ich kenne das auch von mir. Ich kaufe selber auch bewusst einfach Spiele, wo ich weiß, die sind beschissen. Ich will sie spielen. Ja. Warum ist das so? Ich könnte was Geiles spielen. Ich könnte... So richtig Spaß haben an Gameplay, so Sachen wie, also ich persönlich habe sehr viel Spaß an Zeitlupenmechaniken, ich habe sehr viel Spaß an Wallrunning. Prince of Persia war so richtig gut für mich. Prince of Persia, ich mochte den zweiten am liebsten. Also von der neuen Trilogie meine ich jetzt. Oh, und was ich auch sehr geil fand, das hat kaum einer gespielt und kaum einer mochte, dass der es gespielt hat. Es gab nochmal so ein einzelnes Remake in so einer Watercolor-Optik von Prince of Persia. Forgotten Sands? Nee, das war nochmal so ein Spin-off zur Trilogie. Genau. Nee, das hieß, glaube ich, sogar einfach Prince of Persia, wenn ich mich jetzt nicht ganz... Ich meine, ich hätte davon was gehört. Das fand ich so gut. Das Gameplay hat Spaß gemacht. Ich mochte den Grafikstil total gerne. Der Soundtrack war, meine ich, auch gut. Aber es hat halt die Trilogie nicht fortgesetzt, deswegen fand sie das scheiße damals. Das ist sehr schade. Ich gucke mal gerade nach, wo knapp werden. Ja. Und drin. Nö. Persia. Prince of Persia. Oh, jetzt bin ich dran vorbei. 2000. Nein, das wird doch nie was. Acht. Wie klein ist das Ding? Das ist nicht. Ich bin raus. Ich glaube, das hat sich erledigt. Wieso kriege ich den nicht? Bewegt er sich? Nee, okay, er dreht sich, glaube ich, nicht. Ich versuche jetzt erstmal, den wegzuholen. Das hier meinte ich im Übrigen. Komm schon. Das stimmt, wenn du mit dem anfängst. Ja, dann geht's doch. Vielleicht hast du entsprechend mehr Zeit, ja. Ja. Ich weiß nicht, ob es nur ein Skateboarder ist oder ob es mehrere waren. Oder ob es mehrere waren, ja. Das kann natürlich sein. Ja, das sind mehrere. Okay. Nimm den hinteren vielleicht erst. Also jetzt stehst du schon gut. Ja. Also glaube ich zumindest. Zumindest so. Ja, weg ist es. Gut. Und du hast. Ach, der. Da ist noch Zeit. Es sei denn, es ist trotzdem einfach ein Timelimit hinten dran, was zufällig glaube ich nicht, zusammengeht mit. So, komm schon, jetzt. Ah, oh, schön. Schön, schön, schön. Okay. Ja, nein! Nochmal. Bleib unten. Och, schon wieder. Ich löse mal sein Rätsel, wie es aussieht. Übrigens. Prince of Persia. Ah ja, das stimmt. Und das mochte ich wirklich gern. Ich fand das gut. Das fand ich immer schwierig, wenn die Ringe unter Wasser sind, weil du kannst da nicht durchgucken durch diese Wasseroberfläche. Ja. Manche sind dann nämlich auch später mal komplett unter Wasser, wenn du nicht durchkommst. 2 Minuten Ringe. Und danach am besten wieder irgendwas, wo ich zurückgesetzt werde vor die Ringe. So wie hier zum Beispiel. Noch. Im Übrigen fürs Protokoll, ich bin eigentlich kein Cola-Trinker, nur die muss weg. Okay. Ich habe sie eigentlich für Exit gekauft, aber will keine aber haben. Die will ich auch nicht. Und ich will sie nicht, und bevor sie jetzt lang hier rumsteht. Ich würde sie vielleicht so lange mit Wasser mischen, bis sie dann auch ausgetrunken ist. Bin gar kein süß. Die Idee ist nicht schlecht. Trinker mehr. Kann das? Kein Süßkram-Trinker. Ich auch nicht. Ich trinke meistens Wasser oder halt, wenn ich irgendwo bin, mal eine Limo oder so. Limo ist gut, so eine
frisch selber gemachte. Ansonsten eigentlich nur Wasser und Alkohol. Muss ja ehrlich sein. Ja. Wir sind hier ganz transparent und... Ja, man sieht's. Oh Gott. Ich glaube, du hängst jetzt gerade in dem Ding drin. Ah! Ich bin raus! Ich bin frei! Aber ich schaff das bestimmt nicht mehr. Wusch, oh Gott. So, und jetzt schnell. Durch. Ah, noch 30 Sekunden, locker. Ich weiß ja weißt du nicht, wie lange es noch geht, aber... Ja. Oh, nee, ist das schon. Okay, Level beginnt. Ist das das jetzt? Das ist jetzt das Level, ja. Speichern definitiv. Ja. Dann nehmen wir einfach das zweite, ja. Ja. Ich habe auch nichts überspeichert bei Everhood, wie das hieß. Okay, ja, vielen Dank. Ist immer noch alles... Das will ich auch noch zu Ende zocken, die Tage mal. Ich glaube, das geht auch nicht so lange. Ach, ich dachte gerade, ich kann die Maus... Da ist die Maus drin. Malaplant. Malaplant? Was ist eine Malaplant? Malaplant. Ah, wir haben auf Deutsch. Ach so. Ich dachte, das ist die Malaplant jetzt, wo wir die sind. Ja, genau. Die Maler oder die Malerpflanze. Aber ansonsten ist alles klein geschrieben. Ja, den Staudamm von Metropolis in die Luft zu sprengen. Ja, wirklich mal. Und die Stadt zu überschwemmen. Superman muss die Bombe finden und entschärfen, bevor es zu spät ist. Oh Gott. This looks like a job for Superman. Nee. Wo? Nein! Wir haben gespeichert! Gott sei Dank. Ist halt die Frage, ob es gleich wieder zurücksetzt, ob das wieder so ein... Woran liegt das denn? Ich weiß es nicht. Also ich weiß, dass ich teilweise Probleme hatte, wenn ich das N64 mal entmottet habe und gespielt habe, dass ich 2-3 Mal starten musste, bis es gestartet ist überhaupt ein Game. Aber ich konnte eigentlich bis zuletzt immer relativ ohne Probleme, oder nicht relativ ohne Probleme, dann, wenn es mal an war, spielen. Das ist wirklich sehr, sehr ungewöhnlich. Und ich weiß auch nicht, warum. In short time, your fate will be sealed, ups. Superman. Hier kann man auswählen. Ah, da ist dann Level Select. Damn. So. Malaplants. Jetzt haben wir es auf Englisch. Ach, stimmt. Ach, das speichert es dann nicht. Ach. This looks like a job for Superman. Da. Ja. Und das war das, glaube ich. Ich glaube, du kannst hier nicht einfach durch. Oder? Ja, doch. Oh. Was war aber mal mit diesen Dingern? Das ist töten. Ach, das war. Das schießt auch auf mich. Ah. Ja. Ach, komm! Vielleicht flieg rein und heb's einfach hoch? Ach so, ja, kann ich auch. Schwupp! Aber ich hab Angst. Ob das so gedacht war? Ich weiß es nicht. Oh Gott, ich hab schon kaum noch Lebensenergie. Wenigstens verlierst du keine, wenn's explodiert. Ha. Und hier musst du irgendwie mit einer Kickkarte lesen. Oh. Die Explosion hatte ich verletzt, komischerweise. Ich weiß sogar noch, wo die Keycard ist. Aha. Ach, da explosive Kartons. Wahrscheinlich Solid Snake drunter gewesen mit Granaten oder so. Jetzt musst du, glaube ich, wieder zurück zum Anfang und da die Keycard einsetzen. Mein Wissen hört aber so langsam noch bald hier auf. Hier geht's durch noch. Oh, dann musst du sie nirgends einsetzen? Das geht einfach so. Ah, da musst du wahrscheinlich... Ich nehm's zurück. Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Oh nein, das Ding mit dem Raum. Das ist hier das war gewesen. Das dann, ja. Aber erst musst du irgendwie was... Ja, ich muss erst machen, irgendwas in dem Kanal machen. Ich kann hier, glaube ich, auch irgendwo was finden, wo ich Lebensenergie bekomme. Außer dem... Was mache ich hier? Kann ich hier was benutzen? Hast du jetzt eine Keycard? Aber kann ich, wie benutze ich die? Was habe ich denn hier gemacht? Oder muss ich die hier vorne irgendwo einsetzen? Wer weiß auch, mit welchem Knopf das funktioniert, ne? Also mit welcher Taste. Da merkt man auch ältere Menschen, die dann mal Knopf zur Taste sagen. Ja. Ich gehöre jetzt auch langsam dazu, offensichtlich. Ich erinnere mich noch dran, wie wir früher immer gesagt haben, ich bin tot gegangen. Ich bin tot gegangen. Mein Cousin hat früher zum Controller immer Lenkschnur gesagt. Bei uns war das der Drücker.
Das geht noch. Das ist so ein bisschen wie Drücker von der Fernseher, so Fernbedienung. Geh kaputt! Vielleicht musst du doch nochmal zurück. Was stand denn da als Pop-up, als du die Keycard gesammelt hast? Ja, dann muss ich die irgendwo... Ja, oder du versuchst dich durch die Türen zu glitschen. Ja, gute Idee. Nein! Nein, mach's nicht. Wenn sich die Gegner hier durch den Boden glitschen können, dann kann ich mich auch durch eine Tür glitschen. Ich glaube, dass das auch geht, tatsächlich. Ich war zumindest auch schon im... Also halt außerhalb des Levels. Da kann man auch rumfliegen. Im Schwarzen halt. Und dann siehst du halt die Schläuche des Levels so in der Ferne. Ja, hier irgendwo konnte man das einsetzen. Ich meine auch. Oder im ersten Raum hinten sogar vielleicht. Door ist, opened. Ja, irgendwie die Tür ist jetzt offen. Das wird schon funktioniert haben. So, das hat mich gestört. Was denn? Dieses ach, eine das, Licht, der Laser grün, noch. Ja. Ach, hier war's nicht. Komisch. Also ich weiß, in dem Level konnte man seine Lebensleiste auch irgendwo wieder auffüllen, aber es war, glaube ich, in diesem Kanal. Ja, und da musste man noch irgendwie das Wasser rauslassen, oder wie das war. Mhm. Also an sich ist es ja durchdacht, ne? Die wollen das finden und jetzt lässt du das Wasser raus, damit das nicht geht. Da war noch einer. Kann ich das auch mit dem Boss machen? Den hochheben? Könnte sein. Ich erinnere mich noch an irgendeinen Boss, den man... Ah, da kommt sie schon. Oh. You're too late, Superman. You'll never stop the bombs without the help of the damn workers. The damn workers! Oh, those damn workers! And I've hidden them in a sacred cage deep underwater. The door with your super strength, they drown. Give up! In less than an hour, Metropolis will be underwater! Ey! Ich wollte dich kaputt hauen! Ich glaube, das kommt dann das später. Das kommt erst später, genau. Die kommt ja gleich noch als Boss, glaube ich. Mm, genau. Was ich gerade sagen wollte, ich meine, bei irgendeinem Boss kannst du ihn mit dem Eisatem einfrieren und dann tatsächlich hochheben und rumschmeißen oder so. Und vielleicht würde das bei ihr dann auch gehen. Wenn du Eisatem findest in diesem Level. Stimmt, brauche ich dafür. Was sind das für Dinger? Die schießen auf irgendwie Raketen oder so. Die sollen ruhig mal, die will ich mal hochheben. Gut, dass in N64-Spielen früher so große Weitsicht herrschte, dass man sehr gut... Ja, und dass es da überhaupt keinen Nebel gab oder sowas, der in irgendeiner Weise ikonisch sogar gewesen ist. Ich verstehe aber auf der anderen Seite nicht, es gibt ja ein paar wenige N64-Spiele, die komplett ohne Nebel auskommen und trotzdem keine beschissenen Pop-ups haben. Ich weiß nicht, ob da die Entwickler besser mit der Hardware umgehen konnten oder woran das... Möglicherweise. Weil wenn du Ocarina of Time anschaust oder Banjo-Kazooie, hast du wirklich große Weitsicht. Ja. Ich weiß nicht. Mal als Bleispiel. Oh, als Bleispiel? Mhm. Kann man nicht irgendwie einen? Ja, ich glaube, die musst du auch irgendwie... Oder einen Knopf erst... Ja. War der oben? Ich weiß nicht mehr. Ich sehe ja auch so viel hier. Hier sieht es nicht danach aus. Da sind wir ja reingekommen, ne? Da, durch in der Mitte durch, das, durch die Tür, ja. Jo. Ist hier irgendwo eine Tür, die vielleicht schon offen ist? Nee. Oder halt unter Wasser. Ja. Ah, bestimmt. Ach, hier ist eine Keycard. Irgendwas ist hier. Was ist das? All side doors open. Jetzt sind sie offen. Okay. Wer versteckt denn sowas unter Wasser? So, ist hier noch irgendwas? Mala Plant. Ah. War. Wie jetzt? Das war jetzt nicht so viel. Das war. Ja. Hm. Das hätte ich mir auch sparen können. Oh, da schwimmt das Viech noch. Daran erinnere ich mich. Ist hier unten noch irgendwas dahinter? Ja. Ah, das ist doch schon ein wenig besser. Etwas. Ist da gerade hochgeglitscht. Das sah schön aus. Hier waren doch noch irgendwo welche bewaffnete Leute. Kommen später erst. Ah, oder die Dinger. Weg damit. Fahrt mit.
Das war's? Okay, dann habe ich hier diese Tür. Das ist ein Trapdoor. Oh. Trapdoor with a Raptor. Okay, dann fliegen wir mal jetzt schneller. Wenn wir es nochmal spielen sollten, nehme ich den Spielverlager da. Ah! General? Ja, General. Oder? Der It's a Trap! Trap, ja. So, weg mit dir. Bums. Das wäre so lustig, wenn das Mikro irgendwie nicht funktioniert. Man sich hört, warte mal. Oh, nee, das ist rot. Also wenn es da unten rot ist, dann sind wir zu laut. Gut. Ich glaube, ich esse mal gleich auf. Oh, Junge. Ah. Das Wasser ist raus. Was passiert jetzt mit dem Aal? Wreck with the water. Wisch mit die Fische! Liegt der da unten? Weiß nicht, ob das jetzt. Das könnte Mandela-Infekt sein. Ich glaube nämlich, der liegt da jetzt unten und ist tot. Aber ich kann mich auch täuschen. Das traue ich dem Spiel fast nicht zu, dass er jetzt einfach tot rumliegt. Gucken wir mal. Guck mal. Hier war der gar nicht, oder? Doch. Muss jetzt schon sein. Okay, erstmal hier reingucken. Vielleicht ist da noch was drin. Ich glaube, da geht's dann sogar weiter wahrscheinlich. Was zum Geier ist das? Was passiert? Ich war in einem Modus, in dem ich dann so, je nachdem wie ich den Controller, vielleicht war das auch so beabsichtigt, je nachdem wie ich den gedrückt habe, bin ich nach oben oder nach unten gegangen. Oh, nam 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 nam. Om nom nom. Oh, da bin ich ja fast wieder vollgefüllt. Es könnte was werden mit dem Level, wenn nicht muss ich den ganzen Kram nochmal machen. Noch irgendwas. Ein langer Weg ist hier. Der kein leichter sein wird. Ich wusste, dass das kommt. Oh nein! Das sind die Damworkers. Achso, die sind. Der will mit dir reden, bleib stehen. Warte. Was ist das denn jetzt? Super Speed, glaube ich. Hallo. Thank goodness you're here. That mad woman has placed a bomb in each turbine room. If they go off, Metropolis will be swallowed by the flood. That is not good. You must disarm those bombs. Here is the access code for the main computer. It will open the pressure doors to the turbine rooms. Hurry, Superman. Oh nein, 10 Minuten. Ja, schon wieder Time Limit. Das ist auch was ich grundsätzlich in Spielen nicht mag. Boah. Vor allem, wenn ich am Anfang nicht weiß, wie knapp das bemessen ist. Ja. Du hast ja manchmal diese Time Limits, wo wirklich halt keinen Fehler machen darfst. Das ist aber die Frage, wo waren denn die Dinger? Weiß ich doch nicht. Auch irgendwo hier versteckelt. Das ist so eine unnütze Fähigkeit. Ja. Weil A, du kannst auch einfach fliegen. Ja. Und B, ist ja ruckzuck aufgebraucht. Und C, hast du ja nicht mal den Platz. Muss ich sie jetzt besiegen in der Zeit oder muss ich das noch nicht machen? Turbine Rooms. Sind wir doch irgendwelche Türen noch nicht? Ich meine, in den anderen Räumen vorne waren ja auch noch zwei Türen links und rechts, ne? Wo Malapliant war. Ja. Ja, eben. Oh. Okay. Unorthodox, aber warum nicht? Ja, warum nicht, weil es funktioniert, ne? Okay. Boss Fight. Da schon wieder. Lass sie nicht durch den Boden fallen. Bombs will tear the dam apart, okay. Oh. Vorsicht, da sind auch so Raketenschieß-Dingsties. Ja. Komm schon! Die treffen mich anscheinend nicht so sehr. Ja, ist wahrscheinlich ist auch ein Glitch. So. Ich erinnere mich nämlich das letzte Mal, dass ein Riesenproblem war mit diesen Dingern, die dich immer getroffen haben. Schon. Während du. Jetzt hat's dich erwischt. Oh ja. Vielleicht doch erstmal. Ich glaube, du musst fliegen. Ich glaube, das funktioniert ja nicht. Ist sie jetzt eigentlich weg? Nein. Ist sie abgehauen oder ist sie durchgeglitscht? Ich befürchte Letzteres. Shit. Ich komme auch mit den Dingern nicht klar. Vielleicht muss ich da jetzt auch erstmal ausschalten. Oh, komm schon, durch!
So, und jetzt hoffentlich komme ich hier irgendwie durch. Nein. Sie müsste noch hier so. Oh nein. Ich glaube, es müsste eine Sequenz kommen, wo die irgendwie. Ich weiß nicht, wo sie halt umfällt oder. Oder das ist Absicht, dass sie abhaut erstmal. Ja, aber sie war ja plötzlich einfach weg ohne. Ja. Vielleicht ist das Teil des Spiels sogar. Vielleicht waren wir damit schon. Ich glaube nicht. Oh. Ich glaube tatsächlich, dass das eine der glitchigsten Stellen war, die mir damals runtergekommen sind, abseits von halt durch Wände fallen oder durch Böden runterfallen oder so. Es ist auf jeden Fall nicht gut. Gar nicht gut. Aber wir sind diesmal schneller hier gelandet, glaube ich, als. Oh. Aber wir wollen doch gar nicht hierher. Vielleicht will ich ja. Ich will das. Ich will das. Oh, Lex hat gewonnen. Na gut. Das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Weil wir es eh neu starten. Das erinnert mich so ein bisschen. Das ist schon viele, viele Jahre her und die beteiligten Personen werden das hier wahrscheinlich sicher niemals sehen, aber ja. Wir hatten mal einen Spieleabend bei Freunden, einen Zockabend und wir haben. Ich dachte, du bist ganz tot. Und wir haben das Akte X-Spiel für die PlayStation 1 gespielt. Ja. Das mit Videosequenzen. Und wir haben es ständig geschafft, das irgendwie zum sich aufhängen zu bringen oder uns in irgendeine Ecke zu manövrieren, wo es dann nicht weiterging. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wie oft es in diesem Abend neu gestartet wurde. Und dann, also gut, noch einmal. Und dann irgendwann mitten in der Nacht haben wir es dann aufgegeben, weil wir es nicht geschafft haben. Oh nein! Was machst du denn? Es explodiert einfach. Was macht der jetzt? Ich will es doch nur werfen. Und dann geht's nicht mehr. Ist jetzt nicht explodiert, ja? Nee. Okay. Okay. Diesmal gleich den Schalter drücken. Genau. Oh, diese Steuerung. Oh, wie so ein RC-Auto. Ja, auch unnötigerweise so eine Triebsteuerung. Ja, das ist wirklich schlecht. Eigentlich so. Bin ich grundsätzlich gegen Tanksteuerung. Ich finde, sie hat in manchen Spielen ihre Berechtigung. Aber hier ist es Quatsch. Door to the main dam is opened. Puh. Hm? Ja, hier ist es wirklich Quatsch. Das ganze Spiel ist eigentlich Quatsch. Aber dafür spielt man's ja. Ich glaube, wäre es ein gutes Superman-Spiel oder ein halbwegs gutes, wäre es einem nicht so in Erinnerung geblieben. Gibt es ein gutes Superman-Spiel, frage ich mich da. Ich meine, anders als Batman zum Beispiel, wo es mal solche... Ja. Was ist denn das jetzt? Und es explodiert wieder. Ich sehe da drin auch keinen... Also ich sehe nicht, wie das alles kohärent mit irgendeiner Logik ist. Okay, so. Malaplant. Diesmal kannst du mich... Oh. Und tschüss. Wenn sie jetzt... Sie ist nicht mehr hier, ne? Nee. Kommt erst, wenn der Timer läuft. Genau. Nehme an, dass das die Logik ist. Ich weiß es auch nicht sicher. Ich vermute mal. Von Lebensenergie würde ich sagen. Lebensenergie. Und die Keycard. Keycard. Alle Türen offen. Und uns stehen alle Türen offen. Alle Türen? Warum spielen wir das dann? Alle Türen führen nach oben. Ja, wir hätten auch was Cooles spielen können tatsächlich, aber nein, die Scheiße. Wir hätten auch was spielen können, wo alle Türen irgendwo hinführen, wo wir nicht wissen, dass sie dahin führen, bis wir mal durchgegangen sind. Nein, aber... Ich habe ja dieses Spiel ursprünglich tatsächlich vor allem mit dem Hintergedanken gekauft, lass uns das mal irgendwann zusammen zocken. Tatsächlich. Bitte, bitte, ich möchte, dass du nie wieder in deinem Leben Hintergedanken hast. Ich habe immer Hintergedanken in meinem Leben. Ja, was machen die Dinger? Das hat irgendwie auch... Mal explodieren sie, mal nicht. Mal beim Werfen, mal nicht. Ja. Jetzt explodiert. Ach nein, das war eine Granate irgendwie. Ja. Was funktioniert? Hauptsache es funktioniert.
Ja, irgendwas funktioniert, aber nicht so wie es soll, glaube ich. Nicht so ganz. Muss ich hier zweimal Z drücken, damit ich in den richtigen Modus lande? Ich glaube, einmal Z könnte sein, dass du wirklich dieses Hoch-Runter-Havern hast, ja. Ja. Vielleicht sollte ich dann mal so umschalten, dass das also immer hin und her schalten, sodass ich dann vielleicht auch diese komischen Dinger in dem Raum mit Mala. Mala Plant, meinst du? Mit Mala Plant, ja. Dass ich das da mal einsetze, um an die komischen Teile da ranzukommen. Ja, ich meine, es ist irgendwie bei mir immer so gewesen, wenn du dich um die Flugdinger erst kümmerst, anders, wenn du dich um sie versuchst zu kümmern, dann machen dich die Flugdinger platt, bevor sie platt ist. Aber wenn du dich um die Flugdinger kümmerst, kann es sein, dass sie platt. Nee, das nicht, aber es kann sein, dass sie wegglitscht, wenn sie aus dem Kamerafeld. Auch manchmal, wenn sie drin ist. Also einmal habe ich sie wirklich schlicht durch den Boden fallen sehen. Und manchmal ist sie halt einfach weg. Ja. Plötzlich. Ganz. Ja, wenn das Spiel wenigstens dann einen Failsafe-Mechanismus hat, wie die meisten anderen Spiele, ist das ja okay. Hm. Hallo, du. Gab's hier du nicht? Du, hallo, Dri. Ein Turbine-Rumse. Ja. Boah. Ach, wie schwach. Ich dachte jetzt, das hat sich aufgehangen. Nee. Kannst du nicht mehr bewegen oder so. Kann ich hier auch bitte fliegen, anstatt zu laufen? Ich würde ganz normal laufen. Das wäre mir zu gefährlich da irgendwie. Ja, wenn man da auch nochmal irgendwo durchglitscht. Wo habe ich denn nochmal das dritte? Oh. Wir sind aber noch nicht durchgeglitscht, ne? Das dritte was? Die dritte Lebensenergie. Hier waren noch drei irgendwo. Also eine dritte irgendwo noch. Aha. War das in irgendeinem Raum? Ich weiß nicht mehr. Ich auch nicht. Schreibt's in die Kommentare. Hier war's doch auch nicht, oder? Wobei? Ah nee, das war dieser Raum da, der... Mit dem... Aber der hatte doch sowas nicht mit drin, ne. Ich weiß nicht, ich meine, hier war noch ein extra, eine extra Lebensenergie. Hab ich zwei oder drei gesammelt? Ich glaube, ich habe noch irgendwo eine dritte aufgesammelt. Ich weiß auch irgendwo. Hier auf der Seite noch was. Okay, nur das Ding. Und tschüss! Nee, doch nicht. Es klappt so nicht. Oh! Jetzt ist es explodiert. Aber es hat dir keine Lebensenergie geraubt. Das ist auch so was Inkonsequentes. Ja. Zum Glück. Ja, richtig. Hier noch ein Raum auf der Seite. Weil ansonsten würde mir nichts mehr einfallen, wo ich noch sowas hätte herbekommen. Das ist, glaube ich, wieder der Weg zu. Nee. Hier war das Ding. Okay. Na, dann werde ich wahrscheinlich gleich erstmal wieder ablosen. Mhm. Oh. Wenn du überhaupt bis zum Maler kommst. Nö. Oh nein. Okay, jetzt muss ich mal nach vorne beugen. Wenigstens. Kennst du, es gab mal so einen Film mit, ich glaube, Sylvester Stallone, wo es ums Armdrücken ging und immer, wenn er dann so sich richtig konzentriert und rein, immer die Mütze umgedreht. Das hieß so, jetzt geht's ab. Ja. Nee, also kenne ich nicht. Der hieß. Boah. Komm ich nicht drauf gerade. Wie hieß der denn? Hab ich als Kind geschaut. Ich finde im Übrigen, das steht mir nicht besonders gut, deswegen drehe ich das wieder um. Ich lerne doch aus meinen Fehlern der letzten Male. Ich schmeiß die einfach nur um, wo es nicht Wand gibt. Mhm. Ja. Kann ich hier auch ein bisschen rumlaufen? Ja. Ja! Das ist nicht drunter, sondern dahinter einfach. Gilb. Mr. Sandman, bring me a dream. Like blah 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 blah, and tell him that his lonely nights are over. Ja. Him? Das ja, Mr. Superman. Ein Superman-Tag. Ich glaube, da müssten wir mal eine ganze Woche erstmal einplanen für. Aua. Das NES-Spiel vielleicht, oder?
Nimm ihn doch hoch! geht der nach einer Weile einfach kaputt? Dass ich den schmeißen muss, bevor er... Kann sein, ja. Jetzt habe ich wenigstens mal ein bisschen mehr Energie noch. Oh, Malaplan. Tschüss. Nee, sprich lieber mit ihr, sonst... Ah, sonst geht die Tür auch gar nicht auf. Okay. Nicht, dass wir jetzt irgendwie eine Sequence breaken. Ja. Wir einfach weitergehen. Das kann auch passieren. So, war hier hinten noch irgendwas, was ich töten wollte? Ja, die Dinger, die in der Luft rumfliegen. Ach so, ja, na gut. Die stören mich erstmal nicht. Also, wann haben sie dich erwischt? Erstmal würde ich so machen, ich gehe nach unten, ganz nach unten und hole mir... Warum nicht? Ja, ich mache erstmal ein Looping. So, jetzt sind die Tore offen. Und jetzt muss ich überlegen, welche Seite war es denn nochmal? Hier war nichts. Eins weiter oben. War hier was. Und, ja, der... Den wollte ich eigentlich nicht haben, aber... Wenn ich schon mal hier bin. Und tschüss! Ja, dann sollte ich vielleicht die Lebensenergien nochmal nehmen. Vor allem, hast du nicht gerade ein Item eingesammelt? Oder nicht? Den Eisatem. Ja, aber wo ist der denn? Also du hast ihn eingesammelt, definitiv, ja. Aber wieso zeigt es das nicht an? Ob der Alain übrigens was kann, weiß ich auch nicht. Aber jetzt bist du jetzt... Ah, okay, das taucht nur auf, wenn man... Okay, das wusste ich nicht. Oh, wo ist er denn? Ach, egal. Ist mir egal, wo der Aal ist. Ist mir egal, könnte man sagen. Egal. Egal. Och nö, nicht so ein Vieh schon wieder. Ich bin auf der falschen Seite, wie es aussieht. Das ist eigentlich schon traurig. Aber ich merke mir die Seite am besten mal. Möchtest du was trinken? Kann ich mit allem versorgen, was du brauchst? Also nicht mit allem, aber mit vielem. Na, wenn du schon so fragst. Na gut, Cola, Wasser? Wo ist denn dein Glas überhaupt? Wahrscheinlich hinter dem Laptop. Ich guck mal. Ich gehe mal hinter die Kulissen. Ja, tatsächlich, hier steht's. aber was wolltest du? Ein bisschen Cola und Wasser. Ja, halb. Cola, Wasser. Cooles Wasser. Achso, da bräuchte man noch Eiswürfel für. Hätte ich schon gewünscht. Ach nö, gerade geht's. Ist ja nicht mehr so warm wie gestern. Tatsächlich. Vorgestern. Ja, vorgestern war. War sehr angenehm. Was mich im Übrigen freut, ist, dass das N64 ohne Mucken jetzt zu laufen scheint. Ich will es nicht beschreien, aber. Gleich geht's aus. Nein. Wir haben hier nur Qualität. In allem, was wir tun, was wir haben. Wenn jetzt von mir etwas qualitativ. Hinter dem Rechner steht es wieder. Ah, da war's! Jetzt habe ich überhaupt nicht aufgeguckt. Aufgeguckt auch nicht oder aufgepasst, weil ich von hinten gelaufen ist. Na, wenn man hier reingeht zu den Arbeitern. Ja, dann könnte das ja vielleicht noch was werden mit voller Liebe. Hast du es gebraucht oder hast du es jetzt unnötigerweise eingesetzt? Nee, ich habe es auch gebraucht. Okay. Ich habe es so richtig gebraucht. Manchmal braucht man es einfach richtig. Ja. Will ich das Ding? Ja, ich will das. Das weiß ich gar nicht. Kann man mehrere Kräfte gleichzeitig haben oder überschreitet es nicht? Könnte auch so. Ist das der gleiche Button? Nee. Okay. Ist ein Nutzer, cool. Haben wir was gelernt. Und jetzt darf ich mich wieder mit einem. Ups. Weg erstmal mit dem Ding. Oh, es hat mich ausnahmsweise mal nicht getroffen. Schön. Ja, jetzt muss ich mich mit einem Panzer rumschlagen. Panzer, aber den musst du tatsächlich einfach einmal schlagen hier, glaube ich. Wow. Ohne Leben zu verlieren, umso besser. So, jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Malaplant? Oder die Flickviecher? Ich versuche mal, sie einzufrosten. Schlau. Oh, bist du schlau. Trotzdem würde ich... Nochmal.
Stahl frosten. Froste sie und mach so lange die Viecher vielleicht tot. Ja. Vielleicht funktioniert das. Ist das spannend! Und das auch noch aus den völlig falschen Gründen. Sie ist noch da. Sie lebt, also sie ist immer noch gefrostet. Das ist gut. Auch das zweite tot? Rums. So. Und jetzt Malaplant. Gott, jetzt bin ich erschrocken. Ich dachte, sie ist weg. Hat sie gerade so langsam zugeschlagen? Sie bewegt sich auch immer noch sehr langsam. Guck, die Haare. Aber ich glaube, du triffst sie gerade nicht. Okay. Kann ich sie auch nicht anbewegen? Nee. Das ist gutes Game Design. Ja. Boah, was für ein intensiver Kampf. Ja. Die Animationen, die Spannung, die Musik. Oh. Na komm. Komm schon, triff sie doch mal. Was passiert da? Ich weiß es auch nicht. Oh ja. Fuck. Und für jeden Treffer, den ich ihr zufüge, kriegt sie auch irgendwo mal. Ja. Ist das normal? Ich weiß es nicht. Ich glaube ja. Das meinst muss dann du? Wohl dazugehören. Meinst du? Was ist das denn gegen? Dann muss ich vielleicht wirklich bis runter zu dem anderen Ding, wo die anderen Gegner waren. Weil die waren ja auf einmal neu da. Das stimmt, aber auf der anderen Seite, wir suchen doch Turbinenräume und keine. Wer weiß, ich versuch's einfach. Aber haben wir irgendwas gesammelt, womit wir jetzt noch neue Türen haben? Die Work uns irgendwelche Keycards gegeben, die wir inserten können? Nicht, dass ich wüsste. Wieso spreche ich so blöd? Der Worker Keycards gegeben? Ja. Das erinnert mich so ein bisschen an, wo wir inserten können. Oh. Was war das denn bitte jetzt wieder? Door, ja! Has been opened? Doch! Vielleicht sind die Seitentüren jetzt offen, nur wir haben kein Leben mehr, deswegen wird es wahrscheinlich wieder nichts. Außer wir müssen gegen nichts mehr kämpfen. Du Scheiße. Aber interessant, wo wir überall hin müssen. Also wir sind jetzt schon mal weiter als beim letzten. Das stimmt, und wir kennen auch langsam den Level und das Layout. Das ist schon mal was. Oh cool, jetzt habe ich wieder Super Speed. Ich finde Super Speed so unnütz. Aha! Ja, tatsächlich. Wow. Vielleicht hätten wir dann vorhin doch weiterspielen können. Und ja, wir sind aber sowieso gestorben. Ja. Und hier fliegen, glaube ich, Viecher. Oben? Kann ich hier irgendwie. War das? Nee, da bist du leider nicht hergekommen. Okay. Was ist unten? Turbinen. Ich glaube, hier oben war das irgendwie. Oh, da ist sowas? Ich glaube, du. Hat Probleme mit dem Fliegen. Ich versuche das Viech mal einzufangen. Ja. So, hinter dem Herd. Oh. Hinterher ist es schwierig, weil es geht. Fuck, ich glaube, wir sind tot. Ja. Das sah gar nicht so aus. Oder darf man das nicht? This looks like a job for Superman. Doch. Das sind Bomben. Hebt dir deinen Eisatem vielleicht auf. Ich meine, man muss die einfrieren. Neuen. Sehr gut. Kann man sich neuen holen? Bestimmt. Spawnen die neu? Ich glaube, die spawnen so neu. Achso. Okay, dann. Weg da! Och! Ich versuche es doch schon, so gut ich kann. Ich glaube, wir müssen wirklich mal diese ganzen miesen Klassiker spielen, so wie Dr. Jack und Mr. Hyde. Oh Gott. Und, das hier eben. Ja. Das ist denn noch sowas ganz Mieses, worüber jeder spricht. Bester Klassiker aller Zeiten. Und jetzt hier Tür öffnen. Aber ich sag dir, dieses Level schaffe ich diesmal. Egal, ob ich das Spiel dann weiterspiele, obwohl, wenn es wieder Ringe gibt, ist okay. Danach gibt es wieder Ringe und wieder. Also das, die Struktur bleibt gleich. Ja. Ein paar Ringlevel mit so Mini-Aufgaben und dann so ein Indoor-Level. Meinst du, ich schaffe das in unter 7 Stunden? Alles? Jetzt glaube ich schon eine oder anderthalb dabei. Ja. Die Aufnahme sagt 1 Stunde 9 Minuten. Geht ja. Ich muss sagen, es kommt mir deutlich länger vor. Ja, mir auch. Ach, Gott. Vielleicht sollten wir mal so währenddessen Sachen tun, die normalerweise Leute in Podcasts erzählen. Was tun die denn?
Ich habe keine Ahnung, was ist mit einem Podcast? Ich höre kaum Pod... Oder was ist das kaum? Ich höre gar keine Podcasts. Deswegen weiß ich es nicht. Wahrscheinlich redet man da so über Dinge und... Das war's auch so ziemlich. Das machen wir ja auch. Ja, richtig. Mal was gegeben. Wollen wir nicht über schöne Spiele reden? Also ich habe ja auch gehört, wenn einem kalt ist, soll man an was Warmes denken. Super Mario Sunshine? Ja! Das war ein schönes Spiel. Ja, Super Mario Sunshine hatte ein Feature, was ganz kleines ist, was mir aber früher schon total gut gefallen hat und kaum mehr in einem anderen Mario-Spiel zumindest so vorkam. Du bist auf einer Insel mit verschiedenen Gebieten und das hängt alles zusammen. Also es sind einzelne Level und du hast jetzt nicht Übergänge zwischen den Leveln, aber es hängt zusammen insofern, als dass du in einem Level bist und einen anderen Level sehen kannst in der Ferne. Ja, das ist cool gewesen, das stimmt. Das mochte ich. Das hatte dann so eine authentischere... sozusagen, ja. Es kam einem irgendwie familiär vor und man hatte das Gefühl, man kennt die Insel dann irgendwann. Schau mal, da hinten ist wieder der Vergnügungspark zu sehen. Genau. Das mochte ich sehr. Ja, das war gut. So, Und es hatte die, diese Levels ohne den, den Jetpack hinten. Die mochte ich. Diese Bonus-Levels. Ja. Wie hieß denn dieses Viech? Genau. Nee, wie hieß denn der Jetpack? Der Flat? Wie ist er im Deutschen aber? Dreck weg 08 irgendwas. 16? 14? Ja, könnte sein. Weiß nicht. Also ich weiß, es war fast 08:15, aber es war nicht 08:15. Genau, und ich glaube... Dann gab es den Schreck weg, den Luigi's Mansion. Genau, den gab es davor. Der war wahrscheinlich 16 und der andere 17. Das oder könnte sein. 14 und dann 13. Ich habe mir wahrscheinlich gezählt. So, jetzt hole ich mir erstmal Lebensenergie. Das ist eine sehr gute Idee. Liebe. Ja, dann noch das eine, was bei den Workern in der Nähe ist. Ich lauf da jetzt einfach mal zu Fuß hin. Hast du nicht einen Turbo schon? Nee, den krieg ich da drin erst. Also, ich habe jetzt gar nicht mehr aufgepasst irgendwie. Es langweilt mich jetzt schon. Stell dir mal vor, mir würde es genauso gehen. Ach, deswegen habe ich schon? Das nicht gesehen, weil das so aussah. Als ja, brauche ich. Aber ich habe dann noch eins übrig. Okay. Weil ich nämlich irgendwie den Eindruck hatte, dass das hier mehr auffüllt als die anderen. So. Aber ich bin mir unsicher. Vielleicht war das auch nur mein subjektiver Eindruck vorhin. Vielleicht war es auch mein objektiver Eindruck. Unwahrscheinlich. Alles ist subjektiv. Anhänger des Subjektivismus. Also ich hatte mir jetzt Eisatem schon geholt bei dem Ding, was da explodiert. Dieses ganze Spiel ist mir Subjekt. Um meinen Freund zu bemühen und korrekt einzusetzen. Ja. Also dieses Prädikat kannst du ihm definitiv auf. Schon. Und weg mit dir! Also bis jetzt sind wir lebensmäßig ganz gut dabei noch, muss ja, ich sagen. Ja. Überlebensmäßig sogar. In der Tat. Jetzt muss ich nur noch die Tür finden. Na, hier ist sie. Oh, ich hätte schon kein Alter. Aua! Das finde ich gut. Nee. Okay, die Explosion ist glitchy. Ja. Umso besser. Momentan so, einfrieren und dann die Flickdinger. Nein, nicht vorher. Oh. Ach so, doch, es geht. Na, ist ja witzig. Gut. Die Frage war okay, war auch glitchy. Ja. Ist Mala noch da? Sie ist bestimmt. Und wenn nicht, komme ich ja, glaube ich, trotzdem durch, oder? Oh. Ja, stimmt was? Eigentlich, na ja. Komm, mach sie kaputt. Geht doch. Habe ich schon wieder so wenig Leben? Du bist zweimal getroffen worden. Insofern, ja. Was mich total verwundert, wir sind nicht durch den Level gefallen. Ja. Komm schon, ist sie jetzt bald mal... Ich will sie doch nur treffen. Das ist ja auch eine Superschurke. Natürlich nimmt sie dir viel Lebensenergie ab. Ja.
Hau drauf. Ja, will ich. Mach ich ja. Und sie ist weg. Yes. Gut, ich würde sagen, ich hole mir erstmal neue Lebensenergie, auch wenn das Zeit kostet. Das ist eine sehr gute Idee, trotzdem. Ja. Ich weiß ja noch, dass da welche ist. War die links oder rechts? Die war unten. Also ich hatte eine da unten noch übrig gelassen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es hier war. Nee, auf der anderen Seite. Wir kommen weiter in den Level vielleicht sogar. Je nachdem, wie jetzt sie sich die... Hast du noch Eisatem? Ich habe kein Eis am Atem mehr. Wo ist welcher? Nimm vielleicht mal mit. Hier oder auf der anderen Seite. Ah, da ist er. Sehr gut. Ich bilde mir nämlich ein, dass man ihn braucht. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, du musst die Bomben einfüllen. Weil wenn du sie anders, dann explodieren sie ja. Kann mich aber täuschen, das könnte auch der falsche Moment sein. Am Ende, es ist alles so kompliziert und durchsichtig in dem Spiel, da mache ich dir nicht mal einen Vorwurf. Und das da ist ja auch noch Spiel einen Vorwurf. Und das ist noch der recht simple erste Level. Das kann doch nicht wahr sein. Ja. So, dann nehme ich gleich mal einen von denen auf. Nee, doch nicht. Weg damit! Fuck! Nicht schon nein, wieder. Nein, oh. nein. Komm, komm, komm. Zack, zack, zack. Ich gehe hier mal im Kreis, damit ich den von dem nicht trocken werde. Okay, so. Das wir haben noch 6 Minuten, also das ist eigentlich relativ. Zeitlich machbar, glaube ich. Ich meine, du musst in beide Räume rein. Du musst beide. Aber. Trotzdem sieht es erst einmal soweit gut aus. Hoffentlich. Leben respawnt nicht, oder? Nee, shit. Also wir kriegen hier diesen super Speed, der überhaupt nichts bringt. Also ich weiß nicht, ob da noch irgendwo anders Leben spawnt. Also ich würde es jetzt einfach mal. Wir könnten natürlich beim nächsten Mal die Zeit einfach nutzen, um zu gucken. Nee, aber du bist ja gerade auch in die falsche Richtung geflogen, wo theoretisch eins hätte sein müssen. Achso. Als du das eine gesucht hast von daher. Ist hier unten vielleicht jetzt Leben. Achso. Könnte sein. Okay, und muss ich jetzt diese Dinger einfrieren? Nee, ich glaube, du musst zu der Bombe hin und die einfrieren, nicht das, was da fliegt. Das ist nur da, um dich zu irritieren. Oh Mann. Setz dich mal da ab. Ist ja irritierend. Ja. Und das jetzt? Ja, frier das mal da. Ist das schön, ist das schön. Ah, jetzt. Sehr gut, und jetzt auf der. Also wieder raus hier und das auf der anderen Seite genauso. Dann ist hier auch ein. Ach so, nee, auf der anderen Seite von dem. Genau, das sind ja zwei Türen. Ich versuche mal den Weg zu finden. Hier raus? Ist er. Genau. Ja. Okay. Easy. Ist doch gar nicht so schwer gewesen. Ich glaube, dann ist es auch sofort geschafft, wenn man das macht. Okay. Bilde ich mir ein. Weil ich nicht richtig geflogen bin, dass hier ist. Hier fliegt noch hier ist nur eins. Ich glaube. Oh Mann. Du hast nicht mehr viel Eis. Und ja, und auch nicht mehr viel Leben. Ich gucke mal, wann der. Oh, hier sind mehrere, oder? Ich bin jetzt gerade auch unsicher. Ich geh mal nach hinten. Ich weiß nicht, ob dein Eisatem noch reicht dafür. Na? Yes. Ja. Ist nur die Frage, ist das jetzt das gewesen? Weil, sieht nicht danach aus. Ich weiß nicht. Ist das mehr Bomben oder muss man... Oder war das falsch? Muss ich jetzt wirklich noch... Oh Gott. Oh Gott, Hilfe. Ich gehe mal raus und gucke, was passiert. Eigentlich aus, als wäre das gut gewesen. Vielleicht täusche ich mich auch. Ah. Nein. Endlich haben wir es auch mal geschafft. Idealerweise dann, wenn wir kurz vorm Ende eines Levels sind. Flieg mal, schau mal, ob du in den Level zurückfliegen kannst. Irgendwie. Ich versuch's gerade, ich komme nicht mal irgendwo hoch. Oh nein. Ich kann nicht mal Z drücken, um wieder in den Flugmodus. Scheiße.
nehme meinen Hut und gehe. Und ich kann, Superman in den Kopf gucken. Ja, ist nicht viel drin. Richtig. Ja, was machen wir jetzt in die nächsten 3 Minuten 15? Restart Mission? Ja. Soll ich mal schauen in einem Walkthrough, wie das ja, mit bitte, ich guck dir das mal an. Stell das mal hier kurz an. Ein bisschen näher ran beim Reden kurz. Ja, richtig. Also. Ah. Bestes Game ever. Wow. Das heißt, wenn wir jetzt einfach so weitermachen, sind wir zu den 6. Ah, das ist schön. Dann ist auch gut Zeit für Abendessen. Damn. Also, es gibt... Damn. Viel Text gibt's. Ja, das ist so ein uralter Bock von IGN. Ja, das würde ja schon reichen, nur die eine Mission. Ja, gerne, nehme ich für unendlich viele Leben. Cheatcode zum Glitch ausschalten. Kein Leben verloren. Nice. Ich bin noch voll. Ständig. Also, ich bin ständig voll. Nein, wir müssen beide Bombs einfließen und dann ist es geschafft, steht hier. Okay, also vielleicht sollte ich mal... Also entweder waren sie nicht ausreichend gefreezed, ja. Oder der Guide hat nicht recht, oder es war ein Glitch. Ich würde sagen, der Guide, der wird schon recht haben. Ich meine, der hat sich bestimmt gesagt, I wanna be the Guide und dafür muss man nun mal was tun. Das ist nicht einfach. Schauen wir mal, war das jetzt die Seite? Ich gehe auf jeden Fall hier rein. Und da ist das, ja. Gut, das Gefrierzeug hole ich mir gleich noch. Bisher immer noch volles Leben. Ich mache die Mission. Gut. Auch hier steht, du musst einfach die Bombs fließen. Okay. Dann werde ich einfach getrübelt. Das Wort heißt getriggert. Aber wie das jetzt zu Ende spielen. Nee, zu Ende glaube ich nicht. Zu Ende nicht. Ja. Was mache ich denn hier? Nein. Ich mache gerade was falsch. Noch habe ich kein Zeitlimit. Da hole ich mir doch jetzt erstmal den Eisatem. Vor allem, ich habe noch so viel Lebensenergie übrig. Wo war denn der Eisatem? Der Eisatem war hier drüben. Nicht in der anscheinend, ja. Dann eben auf der Seite. Dann war es hier. Das ist alles jetzt bin ich mal noch hilflich zu sehen. Hallo. Oh nein, ich brauche neue Lebensenergie. Oder lasse ich das jetzt erst? Das würde ich jetzt lassen, weil sonst verschwendest du ein halbes Icon oder so. Ja, ja aber dann muss ich sie auch besiegen mit der Lebensenergie, die ich habe. Und ach, kommt sie jetzt schon? Kommt gleich. Also ich würde eins nehmen, ich habe ja 3. Ich glaube, da kann ich mir das ja, du leisten. Brauchst es vor allem für sie halt. Ja, und danach ist ja eigentlich nicht mehr so viel. Da sind nur noch diese 2 ja. Und wenn ich dann 2-mal Lebensenergieabzeichen kriege, vorlege. Stimmt. Gott, ich glaube, ich brauche Kaffee oder sowas. Ist ja, das langweilig, ey. Ich will auch, also vielleicht habe ich auch so schon... Wir haben mittelmäßig geschlafen. Ja, wir haben auch nicht lang geschlafen, ne? Nee, gar nicht. Bis
Also ich nicht. Nee, du wolltest ja 2 Stunden warten. Ich wusste ja nicht, wie wichtig dir dein Schlaf ist. Nicht, dass du dann irgendwie unausstehlich bist oder so. Bin ich immer. Kann man mit den anderen eigentlich reden? Ich kann sie mal versuchen zu schlagen. Soll ich? Was passiert dann? Okay. Es ist anscheinend nicht ganz so schlimm, wie ich dachte. Game over. Ja, ich dachte auch, das wäre Fatality. Das wäre jetzt lustig gewesen, wenn du die 3-mal spielst. Ja, irgendwann kann man sowas ja mal ausprobieren. Hast du das gesehen? Scheiße. Sogar Türen können ein. Deswegen habe ich gesagt, nimm dir nicht die Lebensenergie und warte, bis du zurückkommst. Ja. Jetzt wäre es sinnvoller, die zu nehmen. Hättest du vielleicht erst noch bis nach dem Tank abwarten sollen? Oh. Ach, erzähl mir sowas doch vorher. Auch ist jetzt dran gedacht. Optimal. So, Malaplant. Einfrieren? Ja. Flugzeug. Flugzeug! Gut, das war einmal in Ordnung. Das war wirklich okay. Ja. Oh! Da kommt sie jetzt. Hau ich sie jetzt einfach nur? Ich habe einfach drauf, ich glaube, das ist völlig wurscht. Doch, ich friere sie nochmal ein und hau dann drauf. Oh, sie ist schon. What? Hä? Okay. Wieso so schnell auf einmal? Ich hol mir nochmal Lebensenergie. Ja. Weil ich kann. Besser ist das. Oh, es könnte was werden! Gott, bin ich aufgeregt. Und ich habe noch so viel Atem, aber ich könnte mir ja auch mal. Ja, sonst bin ich am Ende außer Atem und das möchte ich ja nicht. Atemlos durch den Darm. Das war falsch, doch hier muss ich lang. Bitte nicht durch den Boden fallen. Ich musste bei den Hunden rein. Jo. Und außerdem wollte ich mir ja erstmal Eisatem holen. Wusstest du, dass Superman mal irgendwann nicht fliegen konnte? Ich glaube in ja. In den alten anfänglichen. Ganz am Anfang, ne? Ja. Ich glaube ja. Hier mal, da muss ich. Ich muss ja mal richtig mein Marvel wissen. In dem Film mit dem Witcher war das ja am Anfang auch so, dass er nicht fliegen konnte. Dass Superman da nicht fliegen konnte. Ja. Ich finde ja, also Superman ist ja auch mein Lieblings-Marvel-Charakter. Neben dem Joker. Direkt nach den Watchmen. Gibt es eigentlich noch außer Marvel und DC so eine richtig große Comic-Reihe, Comic-Universums- Schmiede. Stimmt. Also Carlsen. Ja. Da kannst du auch mit Anime noch bekommen. Ja. Tokyo Pop. Ja, ne, ist ja auch für Deutschland nur. Wie heißen die denn im Englischen? Auch hier. Das kann ich jetzt schon aufsammeln. Vielleicht hilft mir das ja im Kampf gegen die. Du hättest bis hinterher erwarten sollen, bis du das gelesen hast. Nee, ich hatte Angst, dass ich das. Oh, hier kriege ich nicht so viel ab. Gut. Ist ja schön. Vielleicht nur durch die Explosion? Nen. Das wird jetzt ganz knapp werden. Wir haben meist ja manchmal so weit und manchmal nett. Depp. Ja. Super Depp. So. Ist es ja wirklich nur noch das Einfrieren. Den Frostatem dafür hab ich. Ich verstehe nicht, warum das vorhin dann ein Level nicht beendet hat. Das hätte vorbei sein müssen eigentlich. Es hätte vorbei sein müssen. Ja, vielleicht waren es wirklich nur 2? Hast du geguckt? Ich habe geguckt, aber ich weiß nicht mehr, aber ich stand auch nichts vor. Hast du so gehen in den jeweiligen Raum und friere die Bomben ein, so sind wir das. Naja,
wenn da jetzt steht, friere die Bomben ein. Also schließt mal nochmal grob, denn das habe ich meine, um mich auch zu erinnern, dass es pro Raum noch eine gab. Da ist eine, ja. Also ich sehe auch nur die. So, also jetzt sieht die eingefroren aus. Ja, ist auch runtergefallen. Ah. Ja, vielleicht war die ja vorher nur so halb eingefroren. Vielleicht habe ich auch. Wo war denn jetzt die Tür dazu? Huch! Fuck, schau was. Mal! Ja, wo ist denn jetzt aber der. Ach, da ist der Weg. Do you know the way? I know the way, scheiße. Da ist die Bombe. Aus. Pass auf die Flugdinger auf. Pass um Himmels Willen auf die Böden auf. Gut, dass das die Wände. Ja. Alles. Oh. Bloß nichts berühren. Keine Böden, oder, keine Wände, keine Gegner. So. Vorsicht, die schmeißen Bomben. Wow. Okay, einmal noch. Mist. Scheiße. Ey, ganz ehrlich, wenn ich danach speichern kann, dann würde ich das auch machen und dann reicht das auch erstmal. Nein, nicht ohne. Willst du nicht noch die zweite Runde? Ja, Ringe, die zweite Runde Ringe, die würde ich auch noch. Ja. Doch, doch. Weg mit dir und rückwärts. Gut. Läuft. Tatsächlich, wenn man. Also, die schießen immer dreimal, ne? Du darfst einfach nicht zu früh stehen bleiben und versuchen, da irgendwas zu. Und rückwärts laufen hilft auch beim Schmeißen. Das ist gut. Ja. Man lernt dazu, wie man mit diesem Crap umgeht. Das ist irgendwie ein bisschen mehr noch wie Trial and Error, wie die guten alten Arcade-Spiele. Aber ich überlege gerade, was sind so richtig gute alte Arcade-Spiele, die auch richtig Spaß gemacht haben. Prince damals. Of Persia. Oder meinst du Arcade im Sinne von Arcade aus den Spielhallen-Arcade? Spielhallen-Arcade, am besten, wo es mehr so darum ging, einen Highscore zu brechen. Ah, Highscore brechen. Ich hätte jetzt sonst überlegt, dass das X-Men-Spiel, so Beat'em Up war das. Oder, wie hieß denn das? Dungeons and Dragons Chronicles of irgendwas? Mystara? Kann das sein? Keine Ahnung. Oder Shadow Over Mystara? So. Arcade-Spiele mit Highscore, naja, Pac-Man. Ja. Super Mario. Rose bzw. Donkey Kong? Ja. Was ich halt Popeye? Popeye? Echt? Das sagt mir nichts, aber. Wusstest du, dass Mario nur entstanden ist, weil Shigeru Miyamoto ein Popeye-Spiel machen wollte, aber ich meine, sie die Lizenz nicht bekommen haben oder irgendwie so. Möchte jetzt nichts Falsches sagen. Im Zweifel nochmal googeln und nicht sich auf mich berufen. Aber doch, doch, wir machen das jetzt vor Gericht unter Eid. Wenn schon, denn schon richtig. Ich weiß nicht mehr, welche Seite es jetzt nochmal war, aber ich muss ja sowieso auch irgendwann gleich, irgendwann muss ich ja sowieso das, den Eisatem holen. Und das wäre nicht hier, sondern bei der anderen Seite. Also bisher, es sieht noch halbwegs danach aus, als ob es richtig ist. Ja. Weißt du, was ich gerne mal wirklich in so einer echten Arcade-Spielhalle hätte? Polybius? Nee, ein Flippertisch, der wirklich so gemacht ist wie Pokémon Pinball. Gab's das? Ich glaube nicht. Schade. Ja, ah, cool, ja. Ich hätte auch mal richtig Bock auf ein neues Pokémon Pinball-Spiel generell. Ich finde das immer so schade, dass die nur zwei Tische haben, weil man könnte so viel mit dem Gameplay machen. Es gab ja in der vorletzten Generation total viele Pinball-Spiele. Das war irgendwie so ein Trend mit Pinball, Super. Ja. Oder Super Mario Ball gab's. Wo du dir da. Stimmt. Und wo du dir auch mal so neue Tische per DLC dazu kaufen konntest. Grundsätzlich hätte ich Interesse gehabt, ich fand es aber zu teuer. Ach ja, oder hier Pinball FX gab es ja auch. Das meinte ich. Das ist ja irgendwie. Das gibt's wohl schon länger. Hier ist bestimmt jetzt gerade noch nicht. Nee, der ist noch nicht aufgetaucht. Ich weiß nicht, wann ich die Lebensenergie holen soll. Also ich glaube, erst jetzt.
ja, das ist eine gute Idee. So, holen wir uns jetzt erstmal eine. Dann gehe ich so weit, dass ich hinter dem Panzer bin. Und hol mir dann vielleicht nochmal. Hinter dem Panzer, dann ist es. Hinter dem Panzer. Ich muss hier unten irgendwo eine Tür finden noch. Ne? Na klar. Okay, und da ist sie. Jetzt dachte ich schon, die Tür hat uns auch verlassen. Ist auch kein Problem, also wenn für mich alle Türen nur noch offen stehen. Tschüss, Tür. Tschüss. Hallo, Parkour. Hallo. Ja. Der hat ja, der macht ja, Tomska macht ja immer noch irgendwelche ASDF-Movies. Gibt's da eigentlich noch neue? Das wusste ich gar nicht. Bis einschließlich 5 fand ich sehr lustig und dann habe ich aufgehört zu schauen. Bei mir war es bis einschließlich 3. Ich mochte, ich glaube, das war ein 5 oder 4. Weiß nicht. Ganz am Ende nach dem Abspann eines Szenen war so lustig. Sinngemäß, do you ever go tired of being random? Dann hat der eine einen Schnabel und der andere plötzlich auch, me neither. Ach das, ja doch, das, die habe ich irgendwo noch gesehen. Das fand ich sehr lustig. Ich weiß nicht warum, aber es trifft voll mein Humorzentrum. Rückwärts laufen! Ah! Okay, gucken wir mal, was passiert, wenn ich jetzt noch den Panzer angehe. Vielleicht schaffe ich es ja wieder, mich irgendwie zu platzieren, dass er mich nicht trifft. Ich würde mich ja gerne so platzieren, dass ich überhaupt fliegen kann. So, den ja, haben wir. Der ist irgendwie unproblematisch. Ne? Ja. Der zieht nichts ab. Der Idiot. War das hier? Nee, auf der anderen Seite. Ist halt die Frage, nehme ich jetzt beide oder versuche ich sie zu bekämpfen mit nur einem davon? Schwer zu sagen. Nimm vielleicht zu spät. Nichts? Das andere, um zu schauen, ob das mehr auffüllt. Ah, okay. Ob das nur mein falscher Eindruck vorhin war oder ob das wirklich mehr auffüllt. So, und jetzt wollte ich noch ein bisschen Eis atmen. Das könnte wieder die falsche Tür dafür sein. Ja, und vor allem wieder die falsche Reihenfolge. Wie die falsche Reihenfolge? Weil wir. Ne, wobei. Nee, das Leben hat sich nicht voll aufgefüllt. Ja. Ne, wieso? Ach, hier ist ja gar kein Gegner drin. Genau, der war ja nicht mehr. Ich habe mir ja schon einmal Eisatem geholt. Und jetzt ist der halt voll und dadurch sollte es auch für die Bomben dann reichen. Zu weit. Es ist einfach eine sehr frickelige Steuerung. Verfrickte. Eine sehr verfrickte. Und da kommt sie! Psst! Okay. Ja, von mir aus. Nicht so gut. Oh. Nicht so gut? Na. Schau, ob du zurückkommst. Ich kann hier, glaube ich, nichts mehr tun. Nicht laufen oder. Also, ich kann nicht mehr fliegen, definitiv. Ich glaube, dass er da irgendeinen Check macht, ob ich in einer Wand bin und deswegen nicht mich fliegen lässt. Oh, wow. Daraus könnte man echt eine gute Compilation machen, aber so am Stück ist es... Benny Hill. Ja, immer wenn wir wieder versuchen zu... Das ist ein gutes Stichwort. Okay, nochmal? Einmal noch und wenn es dann nicht klappt, dann würde ich sagen, dann ist möchte das... So unfassbar, stell dir vor, sowas ist früher verkauft worden. Jetzt mal im Ernst, stell dir vor, du bist das arme Kind, dessen Eltern dachten, oh, guck mal, Superman. Ja. Oder auch das arme Kind, das dachte, oh, guck mal, Superman. Ja, und richtig. Hart verdientes Taschengeld für so eine Scheiße ausgibt. Ja. Deswegen, also meine Eltern waren da wahrscheinlich schon etwas schlauer in der Hinsicht. Oder, sag ich mal, nicht so gut betucht, dass man das sowieso, dass man ständig irgendwelche neuen Spiele holen konnte. Also, ich kann mich an sehr viele schöne Spiele erinnern, die wir einfach mal für 10 Euro dann gekriegt haben, weil die einfach schon so weit runtergesetzt waren. Mhm. Sowas richtig Cooles wie Monster Truck Madness, das hatte so eine grässliche Steuerung. Auch so ein bisschen, also wie Superman 64 mit Monster Trucks. Oh.
aber irgendwo, es hatte auch was Cooles, es hatte so einen Fußballmodus. Ein riesengroßer Ball und den musstest du mit Monster Trucks, also so ein bisschen wie Rocket League, bloß ohne Raketen. Cool. Ja. This I didn't know. Das war immer noch besser als das hier und hat uns nur 10 Euro gekostet. Du hast den Schalter nicht gedrückt. Ich habe den Schalter nicht gedrückt, oh nein. Na gut, dass ich noch keine Zeitbegrenzung habe. Oh. Dann renn mal, Superman. Forest. Jetzt, wo ich so über mein Leben nachdenken kann. Ich habe immer gesagt, ich habe in meinem Leben keine groben Fehler gemacht, wo ich sagen würde, ich müsste das ändern. Es gibt Sachen, die hätte man vielleicht ändern können, aber das muss nicht. Man kann damit leben. Aber mich dafür zu entscheiden, nachdem ich bereits dieses Level kannte, nochmal Superman 64 aufzunehmen. Stell dir vor, wenn du irgendwann auf deinem Sterbebett liegst, ja, dann denkst du, könntest jetzt noch 2 Stunden mehr Lebenszeit haben, aber du hast sie verschwendet mit Superman 64. Richtig. Das ist eine Scheiße, ey. 2 Stunden ist gut. Wenn wir es zusammenrechnen... Cool, keinen Schaden. Von mir aus. Wenn wir es zusammenrechnen, dann sind wir schon bei wahrscheinlich eher 4. Das letzte Mal, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich hier mich so lange mit aufgehalten habe. Also, beziehungsweise wie lange ich gebraucht habe, um überhaupt erstmal hierher zu kommen und wie lange ich es versucht habe, hier weiterzukommen. So, gucken wir mal. Au! Das war nicht nett. Ist das jetzt... Achso, die konnte ich ja noch nicht. Die waren ja noch nicht offen. Das ist die Keycard einzeln oder was auch immer das heißt. Blup, blup. Oh, das geht auch noch langsamer unter Wasser. So, gucken wir mal, wie es hier aussah. War hier der Frostatem oder war der. Sogar ohne Gegner diesmal. Ich glaube, das Spiel wird langsam einfacher, weil es da einfach keinen Bock mehr hat, uns hier leiden zu sehen. Schon wieder den Gegner da reinladen. Oh nee, komm, lass es. Oder ist es ein Bug? Die Idioten. Wenn es das sowieso nicht schafft, ob der Gegner da ist oder nicht. Ja. Könnte aber wirklich auch ein Bug sein. Ich würde dem Spiel alles zutrauen. Ja. Seite raus. Hier ist aber auch nichts, kein Power-Up, kein nichts. So. Okay, wenn ich hier runter gehe, ist der... Ja, da bin ich wahrscheinlich gerade vorbeigeflogen am Eingang. Nicht das Leben aufsammeln. Nee. Ey. Ja? Stell dir vor, falls wir das noch schaffen sollten, ist das dann wie so ein Hauch von frischer Luft ist, wenn wir wieder draußen sind und durch Ringe fliegen dürfen. Das ist genau der Sinn des Spiels. Man freut sich auf einmal über die kleinen Dinge im Leben. Die kleinen Dinge und die großen Ringe des Lebens. Ja. Nö, du darfst doch nicht mit mir reden. Ich laufe jetzt überall rückwärts, damit ich nicht seine Superfähigkeit verbrauche. Ich habe ja 10 Minuten. Nein, ich mach was anderes. Laufen wirklich. Dieser Super Sprint ist aber auch nur dazu da, dass man zu weit läuft. Dass man weitläufig ist sozusagen. Jetzt heb ihn auf und schmeiß ihn weg! Schmeißt man weiter, wenn man im Laufen schmeißt? Weiß ich nicht. Vielleicht ist das die Lösung. So, jetzt wollte ich nochmal... Panzer? Eigentlich erstmal... Eisatem, Nummer 2. Und da ist wirklich keiner. Ich finde das schön. Welche mir? Wer? Welche mir? Genau. Du
Moment. Nicht durch das Level fallen. Der schießt nicht mal. Doch, jetzt. So, jetzt einsammeln. Ja. Ja, muss reichen. Du bist so voller Vertrauen in dieses Spiel gegen die Wände immer fliegst. Das ist nicht aus Vertrauen, das ist aus mangelndem Skill. Des Spiels. Ja. Malaplant. Nicht schon wie. Au! Und wie ich auch in die Dinger reinfliege, in der Hoffnung. Und? Das wäre lustig, wenn ich ihr damit Schaden jetzt zugefügt hätte. Das wenn ich den. Wenn ja, ich aber ich glaube, so weit denkt das Spiel nicht. Nee. Ist das Maler noch da? Ja. Ja. Diese langsam. Oh nein. Nimm sie von der Wand weg. Ja. Triff sie doch mal! Es ist Wahnsinn, man trifft sie nicht mal so richtig. Und, oh oh, ich muss sie, glaube ich, mal friesen und dann abhauen. Ich weiß nicht. Kann ich nicht mehr. Oh, ich hasse sie. Ich hasse es. Ich hasse alles hier. Und, komm schon. Freeze, freeze, freeze. Okay. Warum funktioniert das nicht? He's falling. Scheiße. Ja, eindeutig. Wenn ich sie wenigstens irgendwie von hinten nehmen könnte. Ich treffe sie nicht und... Jetzt ist die große Frage. Ich habe gesagt einmal und dann nicht mehr. Einmal ist wie keinmal. Okay, du hast es gesagt. Aber zweimal ist einmal zu viel. Hast du auch wieder recht. Komm, mach. Einmal noch. Ein einziges Mal noch. Wieso trifft man sie nicht? Ja. Hitbox viel zu klein. Boah. Das geht gut los. Soll ich gleich nochmal neu starten? Ja. Ja, wir wollen es jetzt darauf nicht ankommen lassen. This looks like a job for Superman. Nee. Superman looks not like it's a job for him. Ich glaube, er sollte lieber andere Dinge tun, aber er sollte nicht versuchen... Malerplant nehmen. Ja, ja. Vielleicht sollte ich das wirklich mal ausprobieren. Sie freezen, um sie rumlaufen. Das könnte wirklich... Versuchen kann man es. Es sei denn, das Spiel geht davon aus, dass das nicht machbar ist, weil sie ja immer zu dir schaut. Ja. Und dann hat sie hinten keine Hitbox. Aber sie hat ja offensichtlich auch vorne keine. Was ist denn jetzt passiert? Aber ich bin auch Physik. Echt... bin aber auch echt... ein bisschen begeistert, das Spiel überrascht uns immer wieder mit neuen Spielereien, ja. Damit jeder Run ein bisschen anders wird. Ja. Wie so ein Roguelike. Ja, richtig. Aber eins, wo man nichts Neues lernt. Ja. Sondern mit immer neuem Scheiß konfrontiert wird. Es hat so viele Features, so viele ungeahnte, ungefundene. Und Ungereimtheiten. Ja. Beispiel wie Superman und Lex Luthor. Reimt sich überhaupt nicht. Aber ja, sie sind beide Alliterationen, Clark Kent und jetzt nimm ihn doch mal hoch. Das gibt's nicht. Sind sie? Ich glaube nicht. Also Clark Kent ist jetzt nicht unbedingt eine. Phonetisch vielleicht, aber nicht. Phonetisch ja, aber Lex Luthor ist von den beiden der einzige, der es auch alphabetisch ist. Das stimmt. Also ist eigentlich nur einer von beiden. Ja. Tja, wenn man Clark kennt. Was hat man davon? Das ist besser, als wenn man Maler plant. Ja. So, erstmal müssen wir hier runter. Wir können das wirklich so abspeichern, dass diese Figur Malaplant heißt. Ja. Was kann die eigentlich? Was ist eigentlich ihre Superkraft? Das ist ja eine Superschurkin. Wer ist das überhaupt? Ich habe keine Ahnung, wer das sein soll. Wie weißt du was? Also ihre Superkraft ist anscheinend, dass sie ausweichen kann, wenn sie eingefroren ist. Ah,
Ach, jetzt ist er unser, ist unser Freund wieder da. Aua! Ach, Mann. So viel Lebensenergie habe ich doch gar nicht, um das auszuhalten. Mal überlegen. Jetzt muss ich auf der anderen Seite rein und das erstmal absenken. So. Jetzt gehe ich in Gaming-Pose, nach vorn gebeugt. Willst du die Käppi und Fallschirm aufsetzen? Nee, brauche ich nicht. Ich trage meinen Zopf jetzt so... Fallschirm aufsetzen. Ja, der ist jetzt vorne dran. Ging er auch, aber dann sehe ich nichts mehr. Vielleicht ist das besser so. Wieso? Das könnte doch aber so ganz nett aussehen. Ja. Kannst du ihn einfach so. Ja. Genau. Toll. Wie in der schönsten Dreiwetterkraftwerbung. Oh Gott, vorgestern, als ich hergefahren bin, da war auch Osterfeld, Sonne, der Helm sitzt. Als nächstes Salz, Sonne, der Helm ist angeklebt. Ach ja. Salz. Also ich finde das wirklich schön, dass ich mal ein Salz war. Also Maler gibt's tatsächlich. Das ist nicht nur für das Spiel erfunden. Okay. Hat die auch einen Nachnamen? Außer Plant. Sie ist eine Kryptonierin. Mhm. Und was sie kann, sie hat übermenschliche Kräfte, Ausdauer, Geschwindigkeit, Agilität, Reflexe. Sie kann sich heilen, ist sehr intelligent, kann atmen, Breath. Sie kann atmen! Also das wahrscheinlich ist zählt es unter Senses, aber das ist, glaube ich, noch unter Superhuman. Ich finde das schön, sie kann atmen. Sie kann fliegen und absorben. Sonnenstrahlung, ich weiß schon. Irgendwas mit Sonne. Sie kann Sonne einsaugen, das ist aber schön. Also so sieht sie aus wohl. Ja, so sieht sie ja ungefähr auch im... Geht schon, kommt schon hin, ne? Ja. Also sie haben sie getroffen, würde ich sagen. Wenn ich sie jetzt noch treffen würde, wäre es noch besser. Also in der Superman-Anime-Serie, würde ich sagen, Comic-Serie. Ja, also... Cartoon? Cartoon, genau, danke. Da kam sie auf jeden Fall vor. In den Comics natürlich auch und in Superman 64. Ja. So, hol ich mal. Ist die so ein bisschen auch vielleicht angelehnt dann an diese aus dem Superman-Film? Dem alten mit Christopher Reeve, da kommen doch drei so Kryptonier, gegen die er dann kämpfen. Da ist eine Frau dabei. Hm, ist die das? Das ist sie vielleicht. Superman 2002, glaube ich. The Fall of Superman. Und jetzt bin ich voll gefüllt. Jetzt muss ich gegen sie gewinnen. Können. Irgendwie. Im Original heißt die immer Superman 2 tatsächlich. Ah. Ist das die Fortsetzung von Spider-Man 2? Das war General Zod damals? Das wusste ich gar nicht. Ach nee, die anderen zwei hießen Ursa und Mon. Klingt ein bisschen banal. Ach, du bist schon dabei. Warte. Ja, und jetzt muss ich irgendwie... Ich traue mich hier was umzufliegen in diesem kleinen Raum. Okay, so. Jetzt geht's los. Jetzt hauen wir sie und treffen sogar mal. So, und jetzt wollte ich mal ausprobieren. Dreht sie sich schnell genug zu mir um? Na, kann sie, tut sie. Okay. Sie dreht sich wirklich die ganze Zeit zu mir. Na, Treffer? Treffer meine ich. Und? Sie ist weg? Boah! Krass. Es könnte was werden. Huh. Wenn ich nicht wieder irgendwo durchfalle.
habe jetzt eigentlich keine Lust auf Durchfall. Nachher nach dem Abendessen vielleicht. Dann hast du Lust drauf? Ich überlege gerade. What? Wie war das? Rückwärts habe ich nur gesagt. Achso. Ich überlege gerade, was das nochmal war. Durchfall? Kann ich dir zeigen? Nein, ich hab da mal auf einer Meme-Seite was Schönes gesehen. Wie ging denn das? 80% der Leute, weiß ich nicht, 20% der Leute leiden unter irgendeiner Art von Durchfall. Und dann stand da drunter der Gesichtsausdruck von den Leuten, von den anderen 80%, die es mögen. Die einen leiden drunter und die anderen finden es ja anscheinend schön. Huch, warum ist da jetzt auf einmal ein Gegner? Ja. Ist vielleicht der eine, der hinter dem Breath eigentlich hätte spawnen sollen. Nee, der war das nicht. Der war das nicht, das war ein anderer. Das sind ja zwei verschiedene Arten von fliegenden Gegnern gewesen. Oder ist es einer, der hierher gehört? Pass bitte auf, dass du nicht durch irgendwelche Böden oder Wände fließt. Schon. Nein! Ich glaube, irgendwas hat bei mir gerade Knack gemacht. Ich glaube, jetzt ist irgendwie mein Willen gebrochen. Nee, bei mir auch. Es ist ein schönes Ende, muss ich sagen. Ein sehr schönes. Sagen wir mal, ich hätte es geschafft. Ich meine, es wäre ja eh nicht mehr gekommen, als einfach nur eine Tafel, wo steht ein Level beendet oder so. Ja. Und dann wäre es weitergegangen. Aber es ist wirklich genau der... Es war so ziemlich der perfekte Moment. Vor allem der, in dem ich mich wirklich gefragt habe, so, was für ein Zeichen muss ich beachten, damit ich weiß, dass das richtig eingefroren ist. Und dann dachte ich so, oh, das ist ein Zeichen... Moment mal. Das Zeichen wäre, glaube ich, dass die so runterfallen. Ah. Weißt du eigentlich, dass ich Hugo noch gar nicht weiter? Weil ich nicht gedrückt habe. Achso, du musst mal drücken. Ich habe Hugo noch gar nicht hochgeladen. What? Mach mal, Junge. Muss ich unbedingt. Das ist aber auch schon lange her eigentlich. Mache ich das vorher oder mache ich das nachher? Weil jetzt habe ich gesagt am Ende, ich habe Hugo noch nicht hochgeladen und jetzt denken die Leute sich, oh, da ist ja noch was. Da ist noch irgendeine Aufnahme mit dem. Die noch kommt. Ja. Ich lade es danach hoch. Es ist zwar früher aufgenommen, aber jetzt habe ich dann wenigstens... Ein paar Tage früher. Genau. Vielleicht wissen die Leute auch gar nicht mehr, was Hugo ist. Doch, ist so ein Getränk mit Holundergeschmack. Richtig, ja. Nee, das ist doch hier dieses Dschungeltier, wo was immer auf RTL, Super RTL im Abendprogramm kam. Kennst du das nicht mehr? Hugo, das Dschungeltier. Kenn Masopilami. Und Togo. Und Togo, ja. Nee, Hugo kenne ich wirklich nicht. Der war mit so einem roten Fuchs, also es war so ein Trickfilm. Und da war so eine rote Füchsin mit dabei. Wie hieß die nochmal? Kerstin? Nein, die hieß nicht so. Nee, aber so ähnlich. Die hatte auch so einen komischen Namen. Nee, kenne ich echt nicht. Gudrun. Nee, das war's, glaube ich, auch nicht. Notburger. Was? Notburger. Kennst du wirklich eine Person, die so heißt? Ich habe zumindest einen Grabstein gesehen, auf dem der Name stand. Vielleicht war es ja nur der Nachname. Nee, war der Vorname. Okay. Mein Beileid. Ich kannte sie. Ja, nee, aber ich meine auch für die Angehörigen. Das schon. Tja, ja, so ist das. Ja, ich würde ja am liebsten von meiner Bearbeiterin bei meinem Vermieter
gerne mal anfangen, aber ich kann ja einfach keine Namen nennen. Sagen wir mal so, wenn sie in Annaberg-Buchholz wohnen würde, wäre das lustig. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und den Ort gibt es wirklich für die Leute, die den nicht kennen. Ich kannte den nicht. Ja, also falls irgendjemand von euch, die da zuschauen, aus Annaberg-Buchholz kommt, dann schreibt's in den Chat. Weißt du, was ich schade finde? Was? Dass wir diesen Kampf, der hier im Hintergrund angestellt ist, nie sehen werden. Ja. Oder gibt's den im Spiel? Ja. Verdammt. Der sieht zwar im Spiel nicht so cool aus wie hier, aber in diesem Spiel sieht halt auch nicht so cool aus, deswegen ist es nicht verwunderlich. Also die Cartridge schon, wobei ich nicht weiß, dieser grüne Hintergrund, warum der grün ist. Was hat es damit auf sich? Ist der toxisch? Ist das Spiel toxisch? Das hat bestimmt irgendwas mit der virtuellen Realität zu tun. Ach, da hätten sie noch irgendwie hier so matrixmäßig Zahlen und Buchstaben und Symbole. Von wann war das Spiel? Da müsste Matrix schon raus gewesen sein. Ich glaube, Matrix ist sogar von 95? 95? Ich hätte 97. Ich bin mir nicht sicher. Also ich weiß, 95 war Command & Conquer, aber war da auch Matrix? Jetzt gucke ich auch. Matrix ist von 99, gleiches Jahr. Ach, guck an. Die haben den Film Matrix gesehen und haben sich gedacht, darüber machen wir ein Spiel. Das Spiel ist im Mai erschienen, Matrix. Also ist Matrix innerhalb eines Monats basierend auf diesem Spiel gemacht worden. Wobei ich nicht weiß, ob das ob das nur Deutschlandstaat war und ob die unterschiedlich waren, jeweils, keine Ahnung. Also andersrum hätte ich es verstanden, wenn die sich Matrix angeguckt hätten und in einem Monat irgendwie ein Spiel rausgebracht haben. Die haben die Lizenz nicht gekriegt, also haben sie Superman genommen, weil Superman-Lizenz kriegst du viel leichter als irgendwas weißt du was? Warner Brothers. Irgendwie habe ich Bock, noch einmal zu versuchen. Ja, bitte. Lass mich mal. Tu es. Dann halte ich mal unser Setup hoch. Unsere Ehre. Versuche ich hochzuhalten. Ja, das stimmt. Du hältst unsere Ehre hoch und ich das Mikrofon. Also hat jeder von uns eine tragende Rolle. Wer spielt? Superman. Ich muss mir aber sagen, wie die Steuerung funktioniert. This looks like a job for Superman. Also in die Luft steigen kannst du mit Z. B irgendwas? B macht hebt Sachen an. Das brauchst du für die, die Schießenden. Ach, guck mal! Was? Nein! Was? Ja, ist halt die Frage, inwiefern es denn, also wie viel es denn bringt. Das würde ich gerne mal wissen. Versuch das jetzt einfach. Oh, genau dann hat er geschossen. Okay. Er wehrt es tatsächlich an? Ja. Mann. Warum kann er das mit dem Arm, aber mit allem anderen nicht? Ich meine, er ist doch der Mann aus Stahl angeblich. Sehr weich im Kopf oder so. Ich würde eigentlich versuchen. Ja. Oh. Also, ich muss A drücken, um es zu werfen. Okay. Ja. Ich starte nochmal neu. Okay, ja, ja. War ja alles nur zum... Wiederaufnahmemission, ist das Restart? Ja. This looks like ich muss ihn mit A super. Hochheben, aber mit B werfen. Was ist das denn für ein Kack? Mit B hochnehmen und mit A werfen. Oder so rum. Noch unsinniger. Mhm. B hochnehmen. Hast du eigentlich auch N64-Spiele da, die sich gut steuern lassen? Mal abgesehen von Super Mario 64, was ja für seine Zeit wirklich... super war und auch heute noch gut spielbar ist. Wir können gleich mal schauen. Mhm. Können wir noch irgendwas aufnehmen? Mhm. Also ich habe auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall mal Bock, Foreshadowing zu betreiben. Den wir Shadowman spielen. Hast du das? Ja. Fürs N64? Mhm. Echt? Ja. Mensch, ich hatte das mal für den PC. Ich habe die Box da drauf geschoben, ich Idiot. Wie die explodiert. Warum? Was ist da drin? Robotergegner. Ja, wahrscheinlich. Die noch nicht ausgepackt wurden. Oh. Heißt das, wenn du die Boxen zerstörst, könntest du gegebenenfalls irgendwo es leichter haben, weil die Boxen zu den Gegnern... Nee, das haben die bestimmt nicht gemacht. Nein. Das wär echt cool in einem Spiel, wenn du... Das ist cool. Ja. Wie fliege ich... Ah, mit dem.
Wenn du es dir vereinfachen könntest, indem du irgendeinen Gegenstand wegmachst. Das wäre schon witzig. Also, wenn du wirklich was hast, wo die noch eingepackt sind und dann kommt da jemand und packt die aus. Achso, falsch. Boah. Also, du wirfst sie tatsächlich weiter, wenn du läufst beim Werfen. Okay. Wenn du einfach nach vorne drückst beim Werfen. Das ist schon mal gut. So, da kommt wieder Malaplant. Bin mal so frei und. Sei so frei. Ich hoffe, ich tue da mit deinem Glastisch Tisch nichts an. Das ist Plexiglas. So, dann jetzt als erstes hier. Das fühlt sich an wie richtiges. Das ist kein richtiges, das ist total zerkratzt schon. Oh. Au! Boah! Okay. Boah! Wir haben noch was Neues erfahren. Das Spiel hat es mal wieder geschafft, uns zu trollen. Ja, oder also wir nochmal eine Runde gemacht haben. Oder vielleicht lag es an dir. Also er mag dich weniger als mich. Das kann auch sein. Lief ja schon die ganze Zeit so langsam unter Wasser? Ja. Okay. Scheiße, Gruppe. So, wo muss ich denn jetzt rein? So wie Autofahren, wenn du mitfährst, merkst du dir nicht, wo du hin musst. Das merkst du dir eigentlich nur, wenn du selber fährst. Ja. Also in den hättest du gar nicht reingemusst übrigens. Das weiß ich doch nicht. Fuck. Aber auf der anderen Seite findest du das, also wenn du da jetzt reingehst, dann drehst du erstmal das Wasser ab. Und wenn du aber hier wieder rauskommst und auf der gegenüberliegenden Seite reingehst, da bekommst du deinen Eisatem. Hier ist kein Leben, ne? Da ist noch kein Leben. Also unten unten in dem, wo du jetzt das Wasser ablässt, da ist Leben. Wenn ich hier weitergehe, ist auch nicht spannend. Ne? Geh wieder zurück. Und wenn du willst, kannst du dir ja schon mal dein erstes Eis holen. Ein Mogga. Ja, hatten wir da nicht mal einmal welche geholt und dann auch noch die Discounter-Eigenmarken-Variante. Aber ich fand die Eigenmarken-Variante war nicht so... Nee, da nicht. Genau, auf der anderen. Einfach nur geradeaus hättest du... Oh. Auch gut. Oh. Ah, fuck. Anheben und... Puh. Da wird, glaube ich, erstmal einiges an Lebensenergie nötig. Ja, ich kenne das Problem. Das war rechts hier. Genau, da einmal dann rechts rum. Da geht's dann hinter. Oh, tatsächlich! Recht, ja. Ich hab mich doch nicht getäuscht. Ja, ein weiterer noch von den anderen und dann. Den nehme ich dann nach dem Panzer. Okay. Ich kriege jetzt einfach nur die Keycard, dann gehe ich zum Panzer schon, ne? Ja. Ja, du kriegst dann auch diesen Zeitlimit. Wie geht der Breath of the Wild eigentlich? C oben. Okay. Willst du dir noch einen Breath holen oder? Na, der müsste jetzt noch drin sein, oder? Nee, der ist nur halb. Das ist, der Breath wird nur halb gefüllt. Ach, das macht's automatisch. Was ist denn das für eine Karte? Dann hätte ich es gar nicht einsammeln sollen, ich Idiot. Wenn es wenigstens Schaden machen würde beim Aufprall. Ja, macht's doch. Ich meine beim Gegner. Achso. Und. Schwupp. Ja, ich frag mich gerade, wieso ich mich so angestellt habe. Du machst das doch so gut. Ich hab jetzt auch lange nicht zugeschaut. Das ist das. Oh. So, also einmal Breath. Wo ist der Breath? Der Breath war da, wo du rausgekommen bist, auf derselben Seite. Ich will, dass das aufhört erst. Ja, ich möchte auch die ganze Zeit, dass es aufhört. Da, wo ich rausgekommen bin, auf derselben Seite? Oh, ja. Fuck. Oh, cool. Es läuft doch. Nein, unten. Ach, unten. Ja, weil oben gibt's noch eine Tür und dann... Oh. Fuck. Ich glaube, du musst jetzt mal auffüllen wieder. Ich hole erst den hier. Nee, andere Seite. Also es war definitiv so, dass du... Ja, genau hier vielleicht. Und wenn es da nicht war, dann, schräg davon. Also diagonal
in das. Nicht, gegen, nicht da gegenüber, sondern genau diagonal gegenüber. Da drin dann. So, dann sammeln wir jetzt beide Leben ein. Mhm. Und hoffen, dass wir nachher noch genügend übrig bleibt, damit wir. Ja. Das fehlt tatsächlich ein bisschen wieder für das große vorhin. Ja. Irgendwo eins hätten. Ich glaube, es gibt wirklich nur diese drei. Mhm. So. Und jetzt einfach ganz nach oben und da gibt es nur einen einzigen Weg. Ja. Schaffen, ne? Mhm. Deswegen fliegen da. Da ist sie. Diese. Was sagt man da jetzt am besten? Freundlich zu werden. Fuck. Wie hat er das bloß gemacht? Alter! Alter! Uff! Was passiert da denn? Egal! Ich hab's durch die Wand geworfen. Er ist weg, Hauptsache das. Ich hab Angst, dass meiner auch gleich weg ist. Ich. Oh. Kannst du sie auch so weit einfrieren, dass sie gar nicht mehr sich bewegen kann? Einfach draufhalten? Ja. Oh. Oh. Ich will hier nicht durch die Tür glitschen. Okay, also mehr geht nicht. Ich frag mich, wie diese Hitbox funktioniert. Nicht? Ja, das auf jeden Fall. Oh, was? Was? Okay. Halt, schau mal, Scheiße. Ja. Okay, jetzt ist er aber wirklich glitch, weg. Glitch, glitch. Oh. Oh ja. Komm schon, ein, zwei, drei Mal noch. Yes. Yeah. Ja, aber jetzt darf ich wirklich keinen Fehler mehr machen. Ja. Und hier drin sind auch noch Gegner. Ach, da waren ja auch noch welche. Oh, wei. Einfach schnell hinter und versuchen, den Knopf zu drücken. Weiß ich nicht. Wird kaum was anderes übrig bleiben. Aber entscheide du. Ich will dir da, also ich glaube nicht, dass ich da gute Entscheidungen treffen würde. Ja? Jetzt bloß irgendwie wieder weg da? Sehr gut. Ist das spannend. Und am Ende stürzt wieder das Spiel ab.